Bundesliga. Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga International, der Super Show. Heute geht's hier, wie sollte es anders sein, um die Bundesliga. Und wer hier neben mir am Tisch sitzt, das erfahrt ihr, wenn ihr das jetzt noch ganz kurz euch anguckt und dann seht ihr das jetzt gleich in ein wenigen Sekunden. Das ist soweit jetzt, ich könnte jetzt noch, aber ich mach's nicht. Jetzt. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid. Heute ein bisschen ausgedünnt hier. Was? Sieht man das? Wieder abgenommen. Ja, doch, das hast du wieder erneut rapide. Was ist dein Geheimnis? Gino. Jeden Tag eine Dosis Gino. Ja, das ist gut. Nico ist leider nicht da, der ist verhindert. Und Ralf, ihr wisst es, unsere Affäre, der kommt immer nur in die Gaststube, wenn sein Segelboot im Hafen hält. Und das ist halt heute woanders unterwegs. Ne? Ja, wer ihn auf Instagram verfolgt, der weiß, dass er viele Häfen hat, die er ansteuern kann. Wir sind nur einer davon. Aber wir sind sein Heimathafen. Ja. Wir wollen heute natürlich über die Fußball-Bundesliga reden. Insbesondere haben wir uns überlegt, wir reden mal über den Traumeinstand. Achim Beierlorzers bei Mainz. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wenn ihr vielleicht 2-3 Wochen nicht Fußball konsumiert habt. Achim Beierlorzer ist nicht mehr in Köln. Achim Beierlorzer ist jetzt in Mainz, das ist eine neue. Ist ein bisschen wie eine Soap Opera, oder? Es hat auch ein Geschmäckle, sage ich ganz ehrlich. Ich meine, auf der anderen Seite, ja, es ist so, ist das Geschäft irgendwie. Vermutlich gab es da auch schon im Vorfeld, also früher mal Gespräche, wenn ein Verein einen neuen Trainer sucht, ne, dann gibt es ja immer mehrere Kandidaten, mit denen gesprochen wird und so weiter. Die Vermutung liegt nahe, dass Beierlorzer vielleicht in Mainz auch schon mal gescreent wurde, sozusagen. Jetzt ist es so, dass Mainz einen Trainer brauchte und Beierlorzer auf dem Markt war. Also so ganz emotionslos kann man sagen, macht Sinn. Aber irgendwie ist es schon komisch, dass innerhalb von einer Woche, zumal beide Vereine, sag ich mal, unten ein bisschen im Abstiegskampf sind, das hat schon ein bisschen den Geschmäckle. Ist, finde ich, noch mal was anderes, als wenn du von der Eintracht zu den Bayern wechselst. Da kann man das vielleicht irgendwie noch besser nachvollziehen. Ja. Oder, also, ja. Weißt du, wenn der Trainer zu einem Verein wechselt, wo man sagt, aber okay, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, Chance oder so. Das ist eigentlich das Beste, was Beierlorzer machen konnte. Weil, wenn du so als Trainer so lange raus bist, dann gerätst du in Vergessenheit und dann bist der einzige Verein, bei dem du unterkommst, der 1. FC Köln. Und sowas willst du ja nicht haben. Ja. Du musst ja als Bundesliga-Trainer musst du ja die Gelegenheit nehmen. Und zumal Achim Beierlorzer jetzt auch niemand ist, der schon sich so eine hohe Reputation in der Bundesliga hat erarbeiten können, dass er im Prinzip immer irgendwo unterkommen würde. Von daher, für ihn ist es wahrscheinlich tatsächlich das Beste, was passieren konnte. Es kommt halt immer auf den Trainer an. So. Also es gibt ja Trainer, die sind seit Jahren dabei, wo du dir denkst, okay, jetzt vielleicht mal ein Jahr Pause gut, ein paar neue Eindrücke bekommen, irgendwo ein Praktikum machen oder sowas. Rocket Beans TV. Rocket Beans TV. So ein Labbadia zum Beispiel, der jetzt gerade raus ist aktuell, der seine Zeit wahrscheinlich auch nicht vertrödelt. Und dann gibt es halt Trainer wie Beierlorzer, die ja noch relativ jung sind auch. Zumindest was ihr Standing innerhalb der Trainergilde angeht. Der ist halt froh, dass er direkt wieder einen Bundesliga-Verein übernehmen darf wahrscheinlich. Und nicht in die zweite Liga zurück muss. Ich muss mal ganz ehrlich sein. Ich glaube, dass der Kader, den Mainz hat, besser ist, als der, den Köln hat. Das ist keine so steile These. Die einen sind Aufsteiger, die anderen etabliertes Bundesliga-Team, das teures Geld eingekauft hat. Würde ich aber auch so schreiben. Er hat sich sportlich verbessert. Ja, also zumindest haben sie ja dann auch, und dann kommen wir auch dann schon auf das Spiel, 5-1 in Hoffenheim ist ja auch erstmal eine Ansage. Das spricht ja schon dafür, dass Mainz keine Gurkentruppe hat. Wenn die Spieler alle ihr Potenzial abrufen. Also zum Beispiel auch ein Kunde, der ein super Spiel gemacht hat, auch ein guter Spieler ist, aber das vielleicht bislang noch nicht so gezeigt hat. Also wenn Beierlorzer es schafft, da auch aus den vielen Neuzugängen, die Mainz geholt hat, alles rauszukitzeln, dann kann das schon eine sportliche Verbesserung sein gegenüber Köln. Ist ja interessant, wir haben ja erst vor 3 Wochen, zwei Wochen ist es her, dass die ihn entlassen haben, dass Sandro Schwarz gehen musste. Da haben wir auch ein bisschen gesprochen über den Kader. Und wir hatten ja auch gesagt, dass so Außenverteidiger eine Schwachstelle dieses Kaders ist, dass vorne ein Mateta fehlt. Und da fand ich es jetzt ganz interessant, dass Beierlorzer gesagt hat, ich gehe auf Fünferkette,
schieb halt die Außenverteidiger weiter nach vorne. Dadurch konnte Öztunali auf rechts Außenverteidiger spielen, der das sehr gut gemacht hat, sehr viel Dampf nach vorne gebracht hat. Und auch Aaron war besser abgesichert defensiv auf links. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Bayer Leverkusen schon wusste, was er tun will und auch sehr schnell geschaltet hat, was er eigentlich mit diesem Kader anfangen kann. Das fand ich sehr positiv. Mhm. Ja, vor allen Dingen positiv hervorzuheben ist auch die Art und Weise, wie Mainz nach der roten Karte im Spiel geblieben ist. Ja? Dass sie trotzdem Hoffenheim ausgekontert haben und am Ende, das ist 5:1, darf er nicht vergessen, als die rote Karte fiel, da stand es 1:0 für Mainz. Und dann mit 10 Mann 5:1. Es war ein kurioses Spiel an sich. Also man muss jetzt auch noch nicht dann den großen Mainz ist gerettet Tanz tanzen, weil Spiel an sich hat so viele Kuriositäten geboten. Ja. Gab ja diese Riesenchance von Rudi noch beim Stande von 0:0, die ja wahrscheinlich von 10 Malen machen sie das Ding 8 Mal rein, wo sie dann noch 3 Tänzchen machen und dann 3-mal schießen und auf der Linie am Ende geklärt. Dann dieses 1:0, schöner Spielzug, aber auch da hat sich ja Skov ziemlich abkochen lassen in dieser Szene. Und dann diese rote Karte, völlig unstrittig, oder? Dass das rot ist. Mich hat das Spiel, wir sprechen ja später noch drüber, auch total an das Spiel Eintracht gegen Wolfsburg erinnert, weil es war auch so ähnlich. Hoffenheim eigentlich besser reingekommen, große Torchancen. Lokadia hatte, glaube ich, auch mindestens 2-3 große Chancen, aber Mainz geht dann in Führung und dann nimmt man sich durch einen komplett individuellen Fehler, beziehungsweise in dem Fall von Schotterabek, durch ein kurioses Eigentor, was wirklich in die Geschichte der Eigentore eingeht, wo er quasi den Ball klären will, drüber segelt, den Ball an den Kopf kriegt und er vom Kopf ins Tor, also wo auch noch nicht mal ein Gegenspieler in der Nähe war, das war auch noch das Kuriose, also er hätte alle Zeit der Welt gehabt, das Ding entweder zu stoppen oder vorbeizuziehen, also whatever. Durchlaufen lassen. Einfach durchlaufen lassen, er hat quasi komplett alleine für dieses Tor gesorgt und plötzlich steht es 2:0 und dann, und das war genauso in Wolfsburg oder Frankfurt auch, wo es dann auch 2:0 stand und die aber einen Mann weniger haben. Und dann rennst du da irgendwie für den Rest der Zeit gegen eine gut organisierte Mannschaft, die sich aufs Kontern dann konzentriert. Und im Fall von Hoffenheim ist es dann natürlich noch richtig schlimm geworden. Also noch schlimmer als dann bei Wolfsburg. Aber eigentlich so ein Spiel, wo du dich fragst, wieso verlierst du das? Also das und dann auch noch 5:1. War auch von Mainz in dem Sinne gut gemacht. Sie haben halt defensiv gut gestanden, haben halt einfach ganz simpel gesagt, wir gehen jetzt auf Manndeckung, wir gucken, dass wir 1-gegen-1-Duelle herstellen können. Und dann, sie haben dann relativ schnell kapiert, dass Hoffenheim mit Linksverteidiger Skov, gelernter Rechtsaußen, und Akpo Guma als Linksaußen, gelernter Innenverteidiger, gespielt hat. Was eine sehr wirre Kombination fand ich. Ich weiß nicht genau, was da der Hintergedanke war von Alfred Schröder. Da haben sie schnell gemerkt, dass da geht heute was über diese Seite und haben dann auch dieses kuriose 2:0 war Flanke von rechts eingeleitet und das 1:0 fiel ja auch über die rechte Seite. Und das hat dann in diesem Spiel genügt, eben weil Hoffenheim die Sachen angeboten hat. Und dass es am Ende 5:1 ausging, muss man natürlich auch sagen, klar, am Ende haben sie es hochgeschraubt, weil Hoffenheim voll gedrückt hat und voll auf. Ja, aber Hoffenheim auch super schlecht war. Also ich habe das ganze Spiel gesehen, weil ich auch ein paar Spieler davon bei Kickbase habe und deshalb so gedacht habe, da kommen heute noch ein paar Punkte dazu, weil ich eigentlich einen klaren Sieg von Hoffenheim gerechnet habe. Und es war wirklich erstaunlich, wie viele Fehlpässe da auch drin waren. Also so einfache Fehlpässe im Spielaufbau gegen 10 Mann, immer wieder so Konter eingeleitet, wo du dich gefragt hast, was ist denn da los? Sind die alle Pendi? Also das war wirklich erstaunlich, wie schlecht Hoffenheim war und durch eigene Fehler immer wieder auch Mainz gefährlich gemacht hat. Ja, und so steht am Ende ein 5:1. Und das kann man tatsächlich mal ein herausragendes Debüt nennen. Ob das jetzt für Mainz bedeutet, dass man mit neuem Selbstbewusstsein auch in die nächsten Spiele geht und eventuell cool. Da tabellarisch sich noch ein bisschen verbessern kann, das wird sich zeigen. Man spielt jetzt nämlich gegen Eintracht Frankfurt. Und da gibt's, sag ich mal, das kleine Hessen-Derby da bei euch. Das freut mich, dass es bei Mainz jetzt mit dem Trainerwechsel geklappt hat, neues Selbstvertrauen da ist zum richtigen Zeitpunkt. Klasse. Ja, so ein geiles Montagsspiel. Ja, mega. Und die Eintracht spielt immer geil in Mainz, kann ich schon erfahrungstechnisch sagen. Ein gutes Spiel. Ja, ich freue mich sehr drauf. Bundesliga macht richtig 2.12. 20:30 Uhr. Machen wir mal schauen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum du so negativ bist, ehrlich gesagt. Da hast du jetzt, mein Spiel jetzt verloren. Aber da sieht man. Dritte in Folge. Da sieht man aber auch, wie nach einem grandiosen 26:0 gegen Bayern München. Und seitdem man sieht aber tatsächlich auch, wie
die Erwartungshaltung doch in den letzten Jahren massiv bei dir gestiegen ist, sodass du schon relativ schnell umgekommen bist. Ja, naja, also wir können ja jetzt gern kurz über das Spiel kurz reden, dann haben wir es schnell hinter uns. Weil das war schon die schlechteste Saisonleistung von der Eintracht. Und es war ein Spiel, wo Adi Hütter im Vorfeld gesagt hat, es ist ein wichtiges Spiel, um oben den Anschluss zu halten. Wir haben ja auch schon oft hier über die Tabellensituation gesprochen, wie eng alles ist. Es war Länderspielpause, klar, waren auch einige in ihren Nationalmannschaften, aber im Prinzip frische. Ein Heimspiel, Eintracht extrem heimstark, Wolfsburg extrem auswärts schwach. Insofern war da eigentlich alles angerichtet für, sag ich mal, ein gutes Spiel. Und dann eine komplette Halbzeit gegen 10 Wolfsburger. Und dann kommt einfach eine Leistung, die völlig indiskutabel ist. Also zum einen natürlich dieser absolute traurige Panne von Wiedwald, der natürlich spontan reinspringen musste, weil Renault mit Grippe ausgefallen ist. Also die Saison natürlich auch noch überhaupt nicht eingespielt ist, kein einziges Spiel gemacht hat. Es war nur kurios, weil er, bevor er diesen Ball sich mehr oder weniger selbst reingelegt hat, 3 Minuten davor schon mal eine ähnliche Szene hatte, wo er versucht hat, spielerisch was zu lösen und es fast schief gegangen wäre. Und du gedacht hast, oh Gott, ist das noch mal gut gegangen. Und 3 Minuten später passiert es gleich nochmal und dann fällt das Tor. Und dann steht es plötzlich auch 0-2. Wolfsburg hat das überragend verteidigt, muss man an der Stelle wirklich einfach mal sagen. Der Eintracht ist auch nichts eingefallen. 12 Ecken, glaube ich, 29 Flanken. Also 41 Mal ist der Ball versucht worden, von außen in den Strafraum zu ballern. Und 41 Mal ist er nicht bei einem Frankfurter Spieler gelandet. Das ist beachtlich, auch von Jeffrey Brumer und wie heißt der andere? Brooks und Brumer, die da wirklich hinten Brooks und Brumer, die wirklich alles abgeräumt haben, also wirklich gut verteidigt haben Wolfsburg, die sich komplett rein hinten zugezogen haben. Der Eintracht ist aber auch nichts, gar nichts eingefallen. Immer nur wieder Bälle auf außen, kein einziges Mal versucht, irgendwie durch die Mitte was zu machen. Es war ein wirklich schlechtes Spiel. Es war so ein Spiel. Du freust dich. Bei mir ist immer so nach der Länderspielpause. Ich freue mich richtig, wenn Bundesliga ist. Ich war richtig aufgeregt zu Hause. Frauen und Kinder weg. Lass den Papa Fußball gucken. Ich freue mich jetzt 1,5 Stunden oder fast 2 Stunden Fußball. Und danach denkst du dir, warum gebe ich mir das? Es war so richtig frustiger Tag. Und hat echt absolut gar keinen Bock gemacht. War ein richtig schlechtes Spiel. Jetzt gibt es das Auswärtsspiel in der Euroleague gegen Arsenal und dann auswärts in Mainz. Also da warten jetzt vermutlich tolle Wochen auf die Eintracht. Und ja, die Erwartungshaltung ist natürlich ein bisschen gestiegen. Wenn du so viel Geld ausgibst, wie die Eintracht dann ausgibst und einen Kader hast und auch Ansprüche anmeldest, auf Tuchfühlung bist mit oben und dann immer durch individuelle Fehler dich scheinbar aus dem Spiel bringst. Du hattest in Freiburg diese gelb-rote Karte von Jelson Fernandes, verlierst quasi dadurch dann ein Spiel. Du hast gegen Bremen dieses Ding von Hasebe gehabt in der paar 90. Minute, wo du dich um Punkte bringst. Du hast jetzt dieses Ding von Wiedwald, wo du dir völlig in einer Powerplay-Phase sozusagen, wo es 1-0 steht, du einen Mann mehr hast und das Gefühl hast, wenn jetzt der Ausgleich fällt, dann gewinnen die das Ding auf jeden Fall. Plötzlich steht's 0-2 und du rennst dagegen so eine massierte Abwehr an. Es macht momentan nicht so Bock, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So Phasen gibt's, ne? Ich kenne die. Da muss man durch. Aber Frankfurt hat das Potenzial und die werden auch wieder bessere Zeiten erleben. Und das ist das Gute daran, wenn man das Potenzial nämlich erkennt und weiß, dass eher die Ausnahme als die Regel ist, was jetzt passiert ist gegen Wolfsburg. Ich wollte noch ganz kurz einmal auf die gelb-rote Karte von Tisserand eingehen, weil das für mich die dümmste und gleichzeitig die befriedigendste und gleichzeitig die ärgerlichste gelb-rote Karte ist, weil ich habe ihn nämlich auch bei Kickbase. Deswegen hat mir das wehgetan. Aber ich reg mich jedes Mal drüber auf, wenn Freistoß gepfiffen wird und die Spieler den Ball aufnehmen, ein paar Meter damit laufen und der Meinung sind, sie können entscheiden, wann es weitergeht. Das ist für mich immer noch so ein Hinweis darauf, dass der Fußball, obwohl es der größte Sport ist, den es gibt auf der Welt, im Vergleich mit anderen Sportarten, immer noch total unlogisch reglementiert ist. So bei im Hockey, im Basketball, wenn der Schiri pfeift, bleibt der Ball liegen. Keiner nimmt sich das Recht raus,
den Ball noch woanders hinzuschleppen und für sich zu entscheiden, ich bin derjenige, der sagt, wann es weitergeht und nicht der Schiedsrichter oder irgendjemand anderes. Das sieht man jeden Spieltag. Und nie wird das irgendwie geahndet. Und der dumme Tisserand, entschuldigen Sie bitte, ich kenne Sie nicht, Herr Tisserand, aber in dem Fall waren Sie sehr dumm, nimmt den Ball, läuft ein paar Meter, verhindert sozusagen Frankfurt dran, das Spiel schnell zu machen und kriegt dafür gelb und regt sich hinterher auch noch drüber auf. Obwohl das natürlich zu 1000%ig berechtigt war und kriegt dann 10 Minuten später nach einem hohen Ellbogen im Kopf auch folgerichtig die gelb-rote Karte. Und ich fand das dann wirklich echt mal gut zu sehen, dass es einen Schiedsrichter gab, der da einfach mal knallhart durchgegriffen hat und einfach das einfach mal mit gelb geahndet hat, weil mich das jedes Mal nervt. Ja. Das müsste man auch durchziehen. Es gab ja auch dann Fans nachher, die sich beschwert haben von Wolfsburg oder auch Spieler, die gesagt haben, das war unfair, diese erste gelbe Karte. Das wird nochmal. Weil es nicht gewohnt ist, weil es halt ganz oft nicht gepfiffen wird. So, und da fehlt die Linie. Und da finde ich aber dann, finde ich halt diese Linie besser, weil der Fan, beziehungsweise ich als Fan, will ja auch schnellen Fußball sehen. Also ich finde immer genervt, wenn halt lange Pausen sind zwischen den Spielzügen oder wenn eine Mannschaft schnell ausführen will, was ja genau das ist, worum es geht. Schneller Konter, Freistoß, Vorteil, schneller Konter spielen. Und der wird dann verhindert, weil ein Spieler den Ball aufnimmt. So, und dann gab es ja mal eine Zeit lang, wo die FIFA das auch durchgesetzt haben, dass sehr konsequent gepfiffen wurde, sehr konsequent gelb geahndet wurde. Und ich finde das keine schlechte Idee. So, ich bin da ganz bei dir. Ja, es macht ja eigentlich auch total Sinn. Ja. Von daher, okay, hat am Ende aber der Mannschaft jetzt nicht geschadet. Wer weiß, wie es mit 11 gegen 11 ausgegangen wäre. Und dann auch die zweite gelbe Karte, das ist ja auch dann so eine Szene, wo dann auch mancher Schiedsrichter sagt, so, wenn der schon gelb, dann gibt er doch keine gelb-rote, sondern streichelt noch einmal und sagt, hier, nächstes Mal gibt es gelb-rot. Aber das war halt dann auch eine klare, also es war auch eine gelbe Karte, wenn du den Arm so draus hast im Kopf. Ja, und dann ist es halt, sind das halt zwei kleinere Vergehen, aber es sind zwei Vergehen, die gelb sind. Ja, aber er hat jetzt, das ist für ihn ein bisschen ärgerlich, aber nochmal, ich bin Fan davon, dass es dafür gelb gibt und es ist einfach selber schuld und es war absolut. Es sollte Schule machen einfach. Naja, es sollte einfach, man sollte eigentlich gar nicht drüber reden. Das ist einfach das Selbstverständlichste der Welt, dass diese Form von Spielverzögerung einfach bestraft wird. So. Ja. Genau wie dieses sich direkt vor den Ball stellen und solche Sachen, die wollen einen Freistoß und der Gegner stellt sich direkt vor den Ball. So. Das ist eigentlich auch eine gelbe Karte. Eigentlich müsste es in der Regel stehen, wenn ein Spieler innerhalb des Radius von 9,13 Meter 13 oder 12, nee, 13, steht zum Ball und er verkürzt diesen und stellt sich in den Passweg, zack, gelb. Ja. Es sagt ja niemand, dass du weglaufen musst vom Ball, aber wenn du dich noch hinbewegst und dich bewusst davor stellst, um die Ausübung zu machen. Die Höhe ist ja oft, wenn sich einer den Ball schon hingelegt hat, dann kommt er einmal mit der Fußspitze und schiebt den und schießt den noch mal so ein Stück weg. Das gibt es ja auch ganz oft. Ne? Ja, und ich bin der Meinung, hier, Leute, sofort gelb, so wie es bei anderen Sportarten auch ist. Gut, also, dann kommen wir mal zum nächsten Wahnsinnsspiel. Dortmund gegen Paderborn. Paderborn! 3:0 in der ersten Halbzeit leider nur. Und da war Dortmund völlig indisponiert. Da war eigentlich Lucien Favre war eigentlich schon halb entlassen. Und dann kam eine wiedergutmachende zweite Halbzeit, in der Dortmund noch auf 3:3 stellen konnte. Aber man hat trotzdem gemerkt, da rumort ist. Die Fans waren zwar während des Spiels durchaus loyal, aber man hat nach dem Spiel schon gemerkt, so, nee, damit lassen sie die Jungs jetzt mal nicht davon kommen. In der Pause wurde gepfiffen, okay, aber auch nach dem Spiel wurde gepfiffen. Also es war schon erstaunlich, nach dem Spiel Reus im Interview zu hören, der gesagt hat, ey, wir wissen überhaupt nicht, was wir da machen sollen beim Pressing. Das fand ich schon eine krasse Aussage von dem Spieler, weil der wirkte wirklich so, keiner weiß, was er machen soll. Wir sind völlig ratlos, wir rennen da irgendwie wie wild durch die Gegend und so eine Aussage kann natürlich dann auch schon wieder, weiß ich nicht. Also wenn du als Kapitän sowas sagst, als Marco Reus, der Legende ist in Frankfurt, in Dortmund, dann ist das eigentlich mehr als eine Säge am Stuhl des Trainers. Das ist eigentlich, Thomas Müller würde sich das nicht trauen. So, ja, aber er hat natürlich auch gesagt, wir brauchen nicht über einen Trainer reden, wir müssen über uns reden und so weiter und so fort. Also, sorry. Ne? Wenn der Kapitän sich hinstellt und sagt, wir wissen nicht, wie wir pressen sollen, dann ist das doch ganz klar ein Hilferuf, dann sagt er doch, ey, der Trainer ist nicht in der Lage, uns zu vermitteln, wie man presst und das nach was anderthalb Jahren, in denen der Trainer da ist. Das ist doch, wenn du an einem Punkt bist, sowas öffentlich zu sagen, was muss dann alles schon nicht öffentlich gesagt worden sein, um überhaupt an so einem Punkt zu kommen. Aber was mich dann wundert, ist, also sie haben sich ja in der zweiten Halbzeit doch dann sichtlich noch mal den Arsch aufgerissen. Wenn du wirklich den Trainer loswerden willst, dann kannst du es ja auch so machen wie die Bayern gegen Frankfurt. Weißt du, also du hättest das Spiel ja dann auch einfach noch verlieren können, sage ich jetzt mal. Und dann ist Favre weg.
Und so, wie sich Dortmund dann reingehängt hat, bei aller Negativität, muss man schon sagen, sah das so aus, als ob sie auch ein Stück weit für den Trainer kämpfen. Ich weiß nicht, ob das dann so interpretieren muss. Kannst du ja auch sagen, dass sie für sich selber kämpfen. Ja. Weil ich glaube, die wollen ja auch Meister werden. Die wollen ja auch nicht unbedingt 3-0 gegen Paderborn verlieren und sich dann nachher halt, also wenn das Ding 3-0 ausgegangen wäre am Ende, dann hätten die sich was anhören dürfen von den Fans, dann wäre das Pfiff-Konzert zehnmal lauter gewesen. Aber dann einen Schritt zurück, um 3 nach vorne zu gehen, so ungefähr. Ja, weil wenn du der Meinung bist, dass es wirklich am Trainer liegt, dann glaube ich, willst du erstmal, also bei 3-0 wäre es ja dann einfaches sozusagen. Ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass sie gegen den Trainer spielen. Es mag sein, dass da einiges nicht stimmt und so, aber ich bin noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass die Spieler, die Fans ist was anderes, aber die Spieler selbst, vielleicht einige so, ja. Gibt ja auch diese Aussagen von Götze, dass er nur seinen Vertrag verlängern wird, wenn Favre nicht mehr Trainer ist, wobei ich mir das auch nicht vorstellen kann, dass er das wirklich gesagt hat. Das ist ja, wird kolportiert, dass das seine Meinung sei. Also es kann ja sein, dass es einige Spieler da gibt und so, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass die Mannschaft komplett geschlossen gegen Favre ist. Es ist aber schon interessant, dass sie in der ersten Halbzeit mit ihrer normalen Taktik spielen und dann sehr ruhig wieder spielen, versuchen den Ball laufen zu lassen, 3-0 hinten liegen und dann in der zweiten Halbzeit Reus und Brandt ins zentrale Mittelfeld ziehen. Also schon eine sehr offensive Aufstellung mit Hazard dann noch vorne drin, Hakimi, Guerrero auf der linken Seite und dann mit dieser entfesselten Aufstellung das 3-3 erzwingen. Was ja dann auch so ein bisschen wieder sagt, dass du diese Mannschaft vielleicht ein bisschen entfesseln lassen musst. Also ich glaube, dass das hat man ja auch schon gegen Inter gesehen. Ja, in der zweiten Halbzeit mit dem Rücken zur Wand und die gelbe Wand im selbigen, ist das aber auch eine andere Situation. Das hat da nicht mehr viel mit Taktik zu tun, sondern das ist einfach eine pure Energieleistung und dann sind die eben auch wahrscheinlich losgelassen worden von der Leine, die Jungs. Und die haben die Qualität, dann in Paderborn auch mal herzuspielen. Ich glaube nicht, dass das Favres taktische Meisterleistung war, dass Dortmund noch ein 3-3 gemacht hat. Ich glaube, das war einfach ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Die hätten sich genauso gut noch einen Konter einfangen können und dann steht es 4-1. Und dann sieht es vielleicht dann auch anders aus. So. Das ist, glaube ich, nicht das, woran man Dortmund bemessen sollte. Man sollte eher die erste Halbzeit als Warnhinweis nehmen, als anstatt der zweiten Halbzeit. So. Oder? Das ist für mich die Ausnahme gewesen und nicht die Regel. Ich glaube schon, dass da gehöre ich, der Baum brennt. Und wenn jemand auch schon so in der medialen Diskussion ist, dann, wenn der Druck so hoch ist, und die Spieler kriegen das ja auch mit, ey, es wird ständig über unseren Trainer diskutiert, viele sehen in ihm der Grund, weshalb es nicht läuft, das ist ja der Anfang vom Ende, oder das ist ja nicht, oder sagen wir das Mitte vom Ende oder so. Und wenn der nicht bald bessere Ergebnisse liefert und auch eine Art und Weise liefert, mit der Dortmund an den eigenen Ansprüchen gemessen zufrieden sein kann, dann glaube ich nicht, dass er das Favre die Saison überlebt in Dortmund. Ich fand es auch völlig seltsam aufgestellt in der ersten Halbzeit. Ich habe es im Football-Manager hier dargestellt, dass es da gab es eine riesige Lücke vor der Abwehr. Also es war so, dass Dahoud und Witzel sehr tief gespielt haben beide, sich sehr weit haben fallen lassen, teilweise sogar beide haben fallen lassen, die Abwehrkette. Und dann hast du da vorne einen Viererblock, der relativ hoch steht. Und das ist dann das, was man im Taktikbereich Broken Team nennt. Es wird auch hier vom Football Manager direkt angezeigt, große Probleme in der Zone im Mittelfeld, weil du da keinen Zugriff hast. Mhm. Und das war dann das Riesenproblem, dass sie sich im Mittelfeld immer haben überspielen lassen und dann Weigel und eigentlich Weigel musste ja permanent in 1 gegen 1 Situationen gehen, die er verloren hat. Weil das auch dann teilweise brutal war, wie langsam Weigel aussah. Ja. Also das war halt. Der wurde dann zweimal im Prinzip komplett überlaufen. Ja, wenn der aber so eine. Obwohl er in der Innenseite war, also eigentlich die bessere Position hatte, den kürzeren Weg hatte. Ja. Also, er ist halt auch gar nicht mit dem Körper reingekommen, weil der Gegenspieler einfach vorbei. Einfach auf 2 Meter abgenommen hat. Und das ist dann so ein Problem. Das kannst du natürlich dann Weigel einerseits anlasten. Weigel und Hummels ja auch nicht der schnellste, aber der war in diesem Spiel gar kein Problem. Es ging alles über Weigels Seite. Aber das Problem ist dann halt, wenn du keine Cover hast vor der Abwehr. Wenn du halt so lahm bist, dann musst du halt schon Cover vor der Abwehr haben. Da musst du halt schon das hinbekommen, da den Druck auszuüben, damit dieser Pass gar nicht gespielt werden kann. Da haben sie auch im Flügelzonen auch viel zu offen gestanden. Was war denn überhaupt der Grund? Also, ich meine, du hast mit Akanji oder Zagadou hast ja 2 Innenverteidiger. Warum Weigel plötzlich? Ich weiß es nicht. Du kannst ja Weigel da hinten spielen, wahrscheinlich, weil du auch keine andere Position hast. Aber dann auch dieses Dahoud-Witzel ist ja auch kein, die haben ja auch zusammen überhaupt keine Chemie, habe ich das Gefühl. Das harmoniert überhaupt nicht. Und dann weiß ich auch nicht, warum das dann so gespielt wird, wie es gespielt wird, ehrlich gesagt. Man hat es ja dann in der zweiten Halbzeit auch umgetauscht. Schulz, der ja auch überhaupt nicht gut sah, der ja auch
eigentlich auch ein Laufduell verloren. Genau, der auch eigentlich seine Schnelligkeit seine Stärke ist und der verliert dann das Laufduell auf der linken Seite. Das ist auch nicht so geil. Ja. Hm. Jetzt gibt es so Gerüchte um Emre Can, dass der eventuell nach Dortmund wechseln könnte. Ist das jemand, der da vielleicht besser harmonieren würde mit einem Witzel? Der würde gut mit dem Rode, würde der ganz gut kommen. Rode ist nicht mehr in Dortmund. Ach so. Ich glaube, dass das wäre ein interessanter Spielertyp, den du da reinbringen kannst, weil der auch mehrere Positionen spielen kann. Dann bringt er ja auch, Can bringt er ja auch immer taktische Optionen. Mhm. Tatsächlich im Mittelfeld ist er auch wieder kein Spielertyp für Favre, weil das ist ja wieder ein anderer Stiefel, dieses geduldige Spiel. Das ist dann wieder die Frage. Du brauchst eigentlich theoretisch das oder du brauchst noch einen Ersatzstürmer, gerade weil Alcázar schon wieder verletzt fehlt. Mandzukic ist da, glaube ich, im Gespräch. Mandzukic ist da im Gespräch, ja. Aber das ist ja dann, ich finde das immer so eine Flickschusterei. Ist klar, dass du im Winter nachlegen musst, aber das sind dann Sachen, die du im Sommer eigentlich machen musst. Mhm. Ich glaube auch, die zweite Halbzeit beweist ja, dass wenn du halt aus diesem Kader, wenn du diesen Kader offensiv spielen lässt, dass der Kader geil ist. Dass da eigentlich, dass da genug Potenzial drin schlummert. Gerade offensives Potenzial, das du ausleben lassen können musst. Ja, aber es ist genau das nochmal. Wenn die Situation gegen Inter war eine Ausnahmesituation, weil sie das Spiel gewinnen mussten. Sonst wären sie de facto, das heißt de facto, aber höchstwahrscheinlich aus der Champions League raus gewesen. Mhm. Und das Spiel gegen Paderborn 0-3 zur Halbzeit. Das sind nicht die Spiele, an der du irgendeine Handschrift erkennst. Sondern das ist der Moment, wo ein Aufbäumen, ein Alles oder Nichts, eine hohe Risikobereitschaft und so weiter und die individuelle Klasse der Spieler sich in dem Moment bemerkbar macht. Und das ist nichts, was man, finde ich, jetzt diesem Team oder dem Trainer zugutehalten kann. Nee, ja, die Tage sind gezählt. Wenn jetzt darf er noch mal ran gegen Barcelona. Vielleicht auch einfach, weil man einen neuen Trainer nicht direkt Barcelona vor die Nase setzen will. Mhm. Ist ein wichtiges Spiel. Werden wir natürlich morgen bei Bundesliga International noch ausführlich drüber sprechen. Aber könnte sein, dass das letzte Spiel ist von Favre. Ja, also dann noch Hertha am Wochenende, wo du ja auch nicht weißt, wer dann auf der Bank sitzt. Das ist schon eine Woche der Wahrheit, aber die hast du ja immer als Favre. Ja. Ja. Das ist dann die Frage, ob es dann irgendwann, dass du dann, ich bin ja eigentlich ein Freund von Favre, aber das momentan zwickt es da an allen Ecken und Enden, dass du dann irgendwann sagst, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja, das meine ich. Ob du dann, das ist jetzt wieder ein größeres Thema, aber es ist halt schon interessant, dass du bei den beiden großen deutschen Vereinen das Gefühl hast, da kriselt es, also einerseits mit Kovac war es ja bei den Bayern, die jetzt so durchstarten unter Flick. Und wenn jetzt halt Favre entlassen wird und Dortmund auch durchstartet, dann ist dann die Frage, was sagt das über diese beiden großen Vereine? Du kannst das ja in jeder Hinsicht drehen. Du kannst sagen, wieso sind die Spieler plötzlich anders? Wieso hat der Vorstand das nicht früher gesehen, dass da ein anderer Trainer hin muss? Hm. Was halt in allen Fällen ist ja sowas immer ein Zeichen von Missmanagement. Und wenn du das bei beiden großen Vereinen hast, kannst du wieder so einen größeren Bogen spannen. Was sagt das über den deutschen Fußball aus? Das ist schon auffällig, die Parallelen zwischen Dortmund und Was denn? Beantworte mal die Frage. Ja, dass du das Gefühl hast, dass da ein Potenzial brach liegt. Und dass du bei Bayern hast du jetzt ganz stark zu sehen bekommen, da lag Potenzial brach. Aus welchen Gründen auch immer. Kannst du jetzt taktisch rangehen, kannst du jetzt menschlich rangehen, wie du auch willst. Da willst du eine Live-Explosion da, seitdem Flick da ist, seitdem Kovac weg ist. Und das ist die Frage, ob das bei Dortmund auch möglich wäre. Aber ich habe das Gefühl, du wolltest gerade irgendwas andeuten, was ich noch nicht so ganz. Der deutsche Fußball hat ein Problem mit seinen Spitzenvereinen. Aber warum? Das ist die Frage. Ja, aber ich will doch die Antwort. Ja, ich habe aber keine Antwort. Ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Liegt das an den Spielern, die halt die Trainer nicht annehmen? Liegt das an dem Management, das jeweils den falschen Trainer einstellt? Ich glaube, ja gut. Ich glaube, bei den Bayern, wir haben so ausführlich über Kovac gesprochen und alle anderen, die nach uns eine Fußballsendung gemacht haben, auch. Da können wir uns, glaube ich, schon einig sein, dass die Bayern und Kovac nie wirklich miteinander funktioniert haben. Und das kennen wir von Ancelotti bei den Bayern. Wenn es da nicht passt mit dem Team, mit Thomas Müller, dann bringen die ihre Leistung nicht. Dann wird früher oder später der Druck so groß, dass der Trainer gehen muss. Und bei Dortmund, glaube ich, ist es vielleicht ähnlich. Ist es vielleicht tatsächlich ein bisschen ähnlich. Und wir haben eine Situation, in der eben zufälligerweise beide Mannschaften parallel diese Situation haben. Und im Prinzip ja auch schon letztes Jahr so ein bisschen so hatten, ne? Als die Dortmunder nicht in der Lage waren, diese einmalige Chance zu nutzen und die Meisterschaft zu holen. Das ist halt momentan so. Aber ich glaube, dass sich das auch irgendwann ändern wird. Aber die Frage ist, wer ist auf dem Markt? Wer könnte, man sieht es jetzt bei den Bayern, es gibt nicht die eine Lösung, sonst hätten sie sich schon gezogen. Und
Die wollen sich jetzt sicherlich erstmal angucken, was Hansi Flick da so bewirkt. Der hat momentan ja ein schönes Momentum auf seiner Seite. Die gucken sich das an. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Hansi Flick Ambition hat, diesen Trainerposten nicht so leicht aufzugeben. Und ob Dortmund eine Alternative zu Favre hat, weiß ich nicht. Mourinho ist jetzt bei links Pochettino vielleicht, ne? Der ist jetzt ja frei. Pochettino. Hasenhüttl könnte bald frei werden. Ja. Oh, Hasenhüttl. Für beide Vereine vielleicht nochmal interessant. Hm. Tja. Ja, für Bayern vielleicht nicht, aber für Dortmund vielleicht. Aber das ist wieder nicht vermittelbar, dass er das Problem bei Dortmund oder bei Leipzig war. Bei Leipzig war. Ach so. Schwer, nicht vermittelbar, nicht, aber schwer vermittelbar bei einigen. Ja, gut, aber. Hm. Ja, finde ich das, ja gut, der. Na, das ist doch so, oder? Ja, ja, ja. Aber ja. Ich finde das ein bisschen, dann dürfen sie theoretisch auch nie einen Spieler aus Leipzig holen. Haben sie bisher nicht gemacht. Ja, aber lag das daran? Also dann. Ja. Weiß ich nicht, ob sie einen Timo Werner nicht genommen hätten, wenn sie irgendwie jetzt eine Chance gegeben hätte. Nun, also, wir nehmen gerne mit, was wir jetzt hier an Kohle verdienen durch die Werbung. Bitte schaut euch die genau an, wir fragen euch hinterher ab. Wir freuen uns sehr, wenn ihr gleich wieder dabei seid, dann geht's nämlich hier weiter. Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlichst willkommen zurück, Bundesliga live. Wir haben gerade so ein bisschen hier Borussia Dortmund auseinander analysiert und sind keinen Schritt weitergekommen. Nichts, können nichts anbieten, was euch, liebe BVB-Fans, inklusive Timo in der Regie, jetzt nachhaltig helfen würde. Was machst du da wieder für einen albernen Kram? Bist du, ach, warte mal, ich muss dich neu aufziehen, ne? Ach, danke. Ja. So, Paderborn, das kann man vielleicht noch sagen. Gut gespielt. Leider nur ein Punkt. Ja, aber was Ralle gesagt hat, es scheint sich immer mehr zu bewahrheiten. Ja. Auch hier wieder großen Applaus, auch für die Spielweise. Das Spiel ging ja, also es war ja wirklich auch geil zu sehen, wie Paderborn abging teilweise. Die haben ja alles hinten rausgespielt. Die haben ja sich getraut, wirklich auch kein einziges noch, Mal gebeugt. Wo du dir denkst, wo du dir denkst, warum stellt ihr euch bei 3-0 nicht einfach hinten komplett rein, macht er dicht und holt euch die drei Punkte. Aber die haben immer wieder noch versucht, nach vorne zu spielen. Und es ist eigentlich ein bisschen traurig, dass es wieder nicht belohnt wurde. Aber es ist mit wenigen Fahren untergehen. Ja, schönes Ausrufezeichen nochmal gesetzt. Sie bleiben sympathisch, aber sie bleiben auch ertragsfrei. Und das ist ein bisschen schade. Es sind jetzt schon 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Ne? Ganz gut das Tempo eingesetzt, das sie haben mit Holtmann, Mamba und Pröger. Mhm. Sind sie immer wieder hinter die Abwehr gestartet. Ich fand gar nicht, dass sie defensiv so mega kompakt standen. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber haben es mit viel Leidenschaft wettgemacht, wie man so schön sagt. Haben sie an jeden Ball reingeworfen. Ja. Und dann da fehlt mir dann leider die romantische Ader. Aber wenn deine Taktik halt nur 75 Minuten aufgeht und du dann danach nur noch lichterloh am eigenen Strafraum stehst, weil du kaputt bist, dann hast du halt zuvor überpaced. Aber es ist halt, das kannst du denen nicht vorwerfen. Das ist kein Vorwurf, aber es ist halt nur eine Analyse. Aber es waren individuelle Fehler. Also wenn man sich diesen letzten Kopfball klären anguckt, der genau in den Füßen, glaube ich, von Sancho oder was landet, ist auch ein bisschen Pech. Ja. Wenn der ins Aus geht, holst du noch mal ein paar Minuten von der Uhr und so landet der direkt auf dem Fuß von Sancho und dann kannst du gar nicht mehr reagieren. Es war einfach schlecht geklärt. Ja, aber es war ein bisschen er hat ihn zur Seite gemacht. Ja, genau. Also, wenn er ihn nach vorne klärt, dann sagt man, klär ihn zur Seite. Er hat einfach ihn nicht weit genug klären können. Die Idee war eigentlich nicht falsch, aber es war einfach Pech, wie du sagst, dass er in die Füße auch. Ja, er hat, glaube ich, Sancho auch gar nicht da gesehen. Da hast du halt dann gemerkt, dass die Mannschaft kaputt war. Dass die hatten irgendwie bis zur 75. Minute war das Torschussverhältnis ausgeglichen und dann in den letzten 15 Minuten war es 10-1 Torschüsse, glaube ich, für Dortmund. Da war schon eindeutig, dass dann Dortmund nichts mehr groß verändert hat, sondern einfach die Konditionen, die sie übrig hatten, ausspielen konnte, die Paderborn nicht übrig hat. Ja, so bleibt es eben, wie gesagt, bei einem Punkt und naja. Ja. Dann lass uns mal weitermachen. Gehen wir noch mal direkt mit dem zweiten Aufsteiger hier ins Gericht. Gucken wir uns doch den mal an. Das ist ja quasi genau das Gegenkonzept zu Paderborn. Exakt so ist es, denn die beiden sind ja durchaus auf Augenhöhe, kann man sagen, in die Liga gestartet und also Union und Paderborn durchaus im ähnlichen Gewicht beheimatet, wenn man das mal als Boxmetapher irgendwie versuchen zu verpacken, dann ist es doch echt überraschend, wie Union gerade in den letzten 5 Spielen, ich glaube 4 Siege aus den letzten 5 Spielen, sich in der Liga hier etablieren kann. Absolut.
Jetzt zu, gegen den Tabellenführer sogar. Das ist Wahnsinn. Die haben genauso, also muss man sich nur mal, weil wir gerade drüber geredet haben, vor Augen nehmen, genauso viele Siege in dieser Saison wie Borussia Dortmund. Mit jeweils 5. Also, das ist schon erstaunlich, was Union anbietet. Es ist alles natürlich immer sehr knapp, aber trotzdem, und ich glaube, gerade diese Heimkulisse, das hat ja bislang jede Mannschaft gesagt, die da gespielt hat, die macht momentan auch so, ist oft das Zünglein an der Waage, habe ich das Gefühl. Und ich finde es irgendwie geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwei Statistiken entdeckt, die haben mich als Statistik-Nerd unfassbar begeistert. Eintracht Frankfurt ist die Mannschaft mit den zweitmeist gewonnenen Kopfballduellen pro Spiel. Sie gewinnen 19 Kopfballduelle im Schnitt pro Spiel. Mhm. Union Berlin auf 1 gewinnt 27. Mhm. Also die haben einfach, gewinnen 10 Kopfballduelle mehr pro Spiel als die zweitbeste. So. Ja. Und Sebastian Andersson, noch viel geilerer Stat, Stürmer Union, der gewinnt, hat in dieser Saison 88 Kopfballduelle gewonnen. Der Spieler mit den zweitmeisten Kopfballduellen ist Nils Petersen. Er hat 88 Kopfballduelle geführt. Mhm. Also die wissen halt, was sie tun. Die haben halt diesen langen Ballfokus. Sie wollen beim Gegner lange Bälle provozieren. Sie wollen selbst lange Bälle auf Andersson spielen. Das ist nicht jetzt die, das ist jetzt kein mega geiler Kombinationsplan oder sowas, wobei sie da auch besser geworden sind. Aber die haben halt einen ganz klaren Fokus. Die wissen, was sie tun wollen und ziehen damit immer den Gegner auf ihr Niveau runter. Und das erinnert sehr stark an Darmstadt. Ja. Ihr Sandro Wagner ist halt Sebastian Andersson vorne drin. Der Kopfball um Kopfball um Kopfball gewinnt, 6 Tore gemacht hat, wichtigster Stürmer bei ihnen vorne drin. Und dann gelingt es ihnen, den Gegner immer auf dieses Niveau runterzuziehen. Und jetzt noch mal gegen Gladbach auch ein sehr gutes Pressing gespielt, auch sehr gut es geschafft, den Gegner zu langen Bällen zu verleiten, alle Optionen zugestellt, auf Fünferkette umgestellt, das ist alles, hat alles Hand und Fuß. Mhm. Ist jetzt ein sehr stark fokussierter Fußball. Das ist dann auch ein Gegenentwurf, meinte ich ja, zu Paderborn. Paderborn, die versuchen halt so Fußball zu spielen und mit den Gegnern mitzuhalten, fußballerisch. Versucht Union gar nicht, sondern Union, auch wenn sie jetzt natürlich mehr Fußball spielen als noch zu Beginn der Saison, ja, aber ganz klarer strategischer Fokus auf lange Bälle und den Gegner aufs eigene Niveau runterziehen. Ja, so sieht's aus. Und das ist durchaus dem ähnlich, was sie in der zweiten Liga gespielt haben. In der Hinsicht ähneln sie dann doch Paderborn, weil beide nämlich ihrem Spielstil treu geblieben sind. Und Unions Stil ist da natürlich dann für die erste Liga vielleicht ein bisschen Erfolgsversprechen da, weil sie da natürlich als Underdog das dann auch dementsprechend ausspielen können. Es ist aber nicht schön zum Ansehen. Ne? Also das Einzige, was es schön macht, ist, dass man so mit dem Underdog mitfiebert und eben diese Kulisse in Berlin und so und die Geschichte dahinter. Aber also so rein als neutraler Zuschauer ist das natürlich dann nicht so schön. Das muss natürlich immer zusammenspielen. Wenn Paderborn diesen Fußball spielen würde und da wäre, dann würden wir anders drüber reden, glaube ich, als Union. Wieso? Ja, Union einfach, weil da ist die Stimmung gut, da ist immer alles tippitoppi, wir sind ein sympathischer Verein. Und da übersiehst du dann eher mal, dass sie einen sehr einfachen Fußball spielen, sagen wir es so. Wenn dann, keine Ahnung, was weiß ich, Meppen in die Bundesliga aufsteigt mit demselben Fußball, würden wir wahrscheinlich sagen. Oder bei Darmstadt haben wir auch immer so ein bisschen gemeckert. So. Worte, wer guckt sich denn Darmstadt-Spiele bitte an, mit dem, wie die spielen? Ja, ja genau. Und ja, da siehst du mal, es macht eine Menge aus, ne? Dieses feurige Stadion da an der und Försterei. Ist natürlich auch so ein Ding, seit sie das Derby gewonnen haben gegen Hertha, strotzen sie auch vor Selbstvertrauen. Da geht dann jede Flanke richtig rein, jeder Laufweg sitzt. Felix Groß kommt zum ersten Mal seit gefühlt Jahren wieder in die Startelf rein und zeigt gleich eine klasse Leistung. Haben dann auch hinten Glück, weil Gladbach hatte auch Chancen. Ist nicht so, dass Gladbach keine Ahnung hatte, wie sie dagegen angehen sollen. Pfostentreffer Herrmann hatten auch dann nach der Pause noch gute Chancen gehabt. Das war schon knapper, als es aussieht. Aber das ist halt dann auch, wenn du in so einem Lauf drin bist, dann gehen die Aktionen auf, alles funktioniert, was du machst und was der Gegner macht, funktioniert nicht. Ja, erstaunlicherweise ist Gladbach aber trotzdem noch Tabellenerster, trotz dieser Niederlage, muss man an der Stelle auch mal sagen. Wurden auch gefeiert von den Fans nach dem Spiel, zu Recht. Ich meine, ist ja auch klar, wenn du irgendwie nach 12 Spieltagen auf Platz 1 bist, dann egal, auch wenn du dann mal verlierst. Du hast auch gemerkt, die wollten. Also es war jetzt nicht so, dass du mit Gladbach vorwerfen kannst, die haben es nicht gewollt oder sowas. Die haben sich auch wirklich in jeden Ball reingeworfen, haben dieses Ding angenommen, wie es war,
haben ein bisschen Pech gehabt und ein bisschen, die Stürmer waren an dem Tag nicht in dieser normalen Form, sodass sie noch weniger lange Bälle gewonnen haben, als sie hätten gewinnen können. Ich fand es ganz gut, dass die Stürmer viel ausgewichen sind, dass sie viele Bälle rausgespielt haben auf die Flügel. Aber auch da hätten die Stürmer besser mehr draus machen können. Aber so ein Tag passiert ja halt auch als Gladbach. Gladbach ist halt eben kein Bayern oder Dortmund, die den Anspruch haben, jedes dieser Spiele zu gewinnen. Sondern wenn da nicht alles 100% stimmt, dann verlierst du mal. Dortmund hat auch an der alten Försterei verloren. Ja, eben. Ne, von daher. Ja, genau, aber ihr habt es gesagt, man hatte genug Punkte Vorsprung, sodass man auf Platz 1 ist, aber es ist dann jetzt alles ein bisschen enger zusammengerückt. Gladbach jetzt nur ein Punkt vor Leipzig und Bayern. Und ich glaube, die beiden sind dann auch diejenigen, die am Ende Platz 1 unter sich ausmachen. Das ist so ein bisschen irgendwie mein Gefühl derzeit, aber wollen wir mal schauen, die Saison ist ja noch lang. Gut, dann lass uns mal weitermachen mit Markus Gisdol und dem zweiten Einstand. Der eine mit einem Traumeinstand, der andere mit einem Albtraumeinstand. Ja, dass er überhaupt noch mal in der Bundesliga einen Job bekommt, das war ja sehr überraschend, ne? Nach seinem Aus in Hamburg zuletzt. Und jetzt durfte er also in Köln übernehmen, ob das ja, die sportliche Talfahrt beendet. War schwer zu sagen. Du bist nicht so begeistert von Gisdol. Nein, woher rührt dein Missvertrauen, dein Misstrauen in Gisdol? Also das Problem ist, dass ich kenne die Antwort, aber also er war ja in Hamburg. Und das Problem ist, dass jeder Trainer, der in der Zeit in Hamburg war, unglaublich schwer Stand hatte, weil da nichts funktioniert hat. Und das ist dann sehr schwer, einem Trainer das anzukreiden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass er in Hamburg eben auch nichts bewegt hat. So, er hat jetzt auch keine positiven Aspekte und, beim HSV bewirkt. Und es war kein schöner Fußball unter Gisdol. Was spricht, und, also ich habe mich das auch gefragt, was spricht denn aus Kölner Sicht für Marco? Naja, lass mich kurz sagen, was aus Kölner Sicht dagegen spricht. Und zwar, ich empfinde das durchaus immer ähnlich. Also Köln ist, was den Status des FC in Köln angeht, ist das durchaus zu vergleichen mit dem HSV in Hamburg, dass du da diese ganzen Tageszeitungen hast, die jeden Tag über den Verein berichten, dass du seit Jahren, mal jetzt ausgenommen die Phase mit Schmadtke und Stöger, wo es dann wirklich erfolgreich und ruhig im Umfeld auch war, dass du aber immer die Tendenz hast, dass es in Köln sehr unruhig wird. Jetzt hast du wieder die Situation, dass du mit Armin Fee jemanden hast, der da Unruhe reinbringt, dass der Trainer geht. Also es erinnert wirklich wieder an alte Zeiten und damit eben auch an die letzten Erstliga-Jahre des HSV. Und das war genau die Zeit, in der Gisdol beim HSV nichts Positives bewirken konnte. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, ob der in einer ähnlichen Situation, wo der Kader auch sportlich jetzt einfach nicht so überragend ist, ob er da das Ruder rumreißen kann. War vermutlich nicht die erste Wahl, kann man, glaube ich, sagen, oder? Also, was man so hört, was da für Trainer im Gespräch waren, auch mit Labbadia zum Beispiel. Gab ja das Gerücht, beziehungsweise in der Kölner Presse stand, dass Labbadia dem FC abgesagt hat, das nicht machen wollte. Ja, also ist ja dann auch schon immer kein gutes, also wenn es dann stimmt, aber es ist immer nicht gut, als zweite oder dritte Wahl irgendwo anzufangen. Und naja, gut, also jetzt bei Leipzig ist natürlich auch eine undankbare Aufgabe, als Trainer dann direkt bei einem Auswärtsspiel in Leipzig zu übernehmen, die auch zurzeit in überragender Verfassung sind, muss man ganz ehrlich sagen. Nagelsmann da die Mannschaft in den letzten Wochen wirklich auf Meisterschaftskurs gebracht hat, ist dann natürlich auch nicht ganz cool. Nee, vor allen Dingen, wenn du dann so passiv auftrittst, wie Köln das gemacht hat, haben dann das noch am Anfang relativ gut verteidigt bekommen, aber auch selbst da fand es mir sehr passiv. Viererkette, fünf Mann davor, ein Stürmer, der Stürmer Modest, völlig auf sich allein gestellt. Du hast auch gemerkt, dass so dieses typische neuer Trainer kommt, versucht was Neues drin war mit Jakobs, der dann in die Startelf geworfen den wurde. Den hat aber noch Bayer Lorzer reingeschmissen. Ja, aber der hat, dass er bleiben darf quasi und dass andere Spieler dafür nicht spielen durften. Es ist man hat ja noch nichts von diesem Gisdol-Fußball gesehen, weil Gisdol-Fußball in Hamburg an guten Tagen haben sie es ja wirklich geschafft. Halt Zweikampf überall und das waren halt ganz grässliche Spiele, weil das ja nur Gebolze dann entstand, weil das war ja auch der Plan von Gisdol. Und davon hast du jetzt gar nichts gesehen, das war komplett passiv und nach dem 1-0 war es eigentlich auch gegessen. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass Leipzig so ein bisschen die Mannschaft der Stunde ist. Ja. Die rollen gerade durch die Liga und gegen die das Debüt zu feiern, ist undankbar. Ja, wahrscheinlich auch noch das Spiel gegen Mainz im Hinterkopf, wo Mainz ja auch versucht hat, ein bisschen weiter vorne zu stören. Und 8-0 nach Hause geschickt wurde. Ich glaube, das wollte Gisdol verhindern, indem sie etwas passiver spielen. Ja. Aber
Ja. Ja. Das ist so ein bisschen so, wenn du vor einem Bayern-Spiel den Trainer wechselst. So, das ist, ich frage mich halt immer, was jetzt der Aspekt an Gisdol sein soll, den er im Vergleich zu Bayer Lorz reinbringt. Das verstehe ich noch nicht ganz. Ja. Gut, vielleicht einfach nur frischer Wind. Einfach nur frischer Wind, ja. Aber die Idee ist ja gar nicht so unähnlich, die Spielidee ist ja. Und dieser Kader hat ja, ist ja nicht ganz perfekt mit dieser Bayer Lorzer Spielidee klargekommen. Und Gisdols ist noch ein bisschen extremer, ja, noch extremeres Pressing, noch extremer dauerhaft so ein total chaotisches Spiel entstehen lassen. Ich weiß halt nicht, ob das zum Kader passt. Vielleicht sehe ich da was falsch, aber der Kader hat ja auch doch noch ein paar relativ feinfüßige Spieler drin. Der hat jetzt nicht so die körperlichen Wummen da drin, mit denen du das unbedingt jetzt auf Chaos anlegen musst. Aber du hast halt, vielleicht kannst du insofern auch ähnlich spielen wie der HSV damals. Ich weiß gar nicht mehr, ob das unter Gisdol auch so war, aber eigentlich war das Gefühl die Jahre immer so beim HSV, dass du nur noch mit hohen Bällen gearbeitet hast, in der Hoffnung, dass der zweite Ball zu dir kommt und du dann Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte hast. Ja. Weil Spielaufbau 0 funktioniert hat, dann haben sie es immer komplett aufgegeben. Und theoretisch hätte Köln die Möglichkeiten für dieses Spiel im Kader, weil du nämlich mit Modest und auch Terodde, mit Abstrichen Cordoba, aber in erster Linie diese beiden, ähnliche Spieler hast wie vielleicht auch Anderson in Berlin, die einen Ball halten können, abschirmen können, die eben diese hohen Bälle ja für sich gewinnen können. Und dann hast du ja durchaus auch schnelle Spieler auf den Außen, die dann irgendwie nachrücken kann, auf die du ablegen kannst oder so. Das ist eine Sache, die ist extrem hässlich. Und vielleicht, wenn der Kader ein bisschen besser ist als der damals in Hamburg im Vergleich mit dem Rest der Liga, vielleicht könnte dieser hässliche Fußball zum Erfolg führen. Aber ist das das, was man sehen will? Vor allem hat ja auch kein HSV-Trainer der letzten Jahre irgendwo anders größere Erfolge gefeiert. Muss man jetzt auch mal so festhalten. Bis auf Bruno Labbadia. Bruno Labbadia. Aber das war auch noch der beste Trainer in Hamburg. Der beste Trainer in Hamburg. Aber ja, die anderen sind halt alle größtenteils von der Bildfläche verschwunden. Das stimmt, ja. Aber Labbadia hat wirklich auch, das muss man rückblickend sagen, einfach auch tabellarisch die besten Platzierungen erzielt in Hamburg. Das ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass der HSV sehr viele Spieler hervorgebracht hat, die dann woanders aufgeblüht sind. Was ja lustigerweise wieder für das Scouting des HSV spricht. Und sehr wenige Trainer, die woanders aufgeblüht haben. Lass mal so dazwischen rein. Aber Gisdol muss jetzt nicht heißen für Gisdol. Vielleicht tun wir ihm auch Unrecht. Aber das erste Spiel hat jetzt noch nicht so viel Ausdauerkraft, was er wirklich bewegen will. Ja. Ich glaube immer, dass dieser Kader eigentlich kein Abstiegskader ist. Die sind besser besetzt als Paderborn, als Union Berlin. Natürlich, mit Sicherheit. Auch aber vielleicht sogar als in Düsseldorf. Du musst dann aber deine Stärken voll ausspielen. Und das ist das, was Union macht, ja? Ja. Hat das nicht, wie heißt dieser General, der vor 100.000 Jahre vor Christus schon dieses Buch geschrieben hat, Die Kunst des Krieges? Schreibt er nicht auch, dass man seine Stärken voll ausspielen muss und die Schwächen des Gegners bedienen muss? Und Sun Tzu. Ja. Und das ist ja das, was Union macht, dass sie nämlich ihre eigenen Stärken voll ausspielen, dass sie genau dieses eine Ding haben und dann ist die Summe mehr als die Einzelteile. Mhm. Und das ist das, was bei Köln irgendwie noch nicht so erkennbar ist, dass sie eben aus dem Kader, den sie haben, irgendwas entwickeln, wo sie sagen, okay, das ist unsere Stärke und das spielen wir jetzt komplett aus. Mhm. Das sehe ich da halt noch nicht so. Nee, das stimmt. Das müsste auch Gisdol jetzt unter Beweis stellen, dass er das kann. Das wird die Herausforderung. Ja, ich bin gespannt, wie Köln sich schlägt. Man ist tatsächlich jetzt bedrohlich schlecht gestartet. Man profitiert sehr davon, dass man mit Paderborn auch jemanden in der Liga hat, für den das offensichtlich noch eine Kragenweite zu groß ist. Und aber wenn das nicht so wäre, ne, es ist ja immer auch in der Liga jedes Jahr anders. Was hast du, wie ist die Liga zusammengesetzt? Und dieses Jahr hast du eben mit zwei Aufsteigern zwei absolute Underdogs. Es war im Jahr davor schon mal anders. Ne? Und das ist so ein bisschen auch Glück für Köln, dass es eben Mannschaften gibt, wie du richtig sagst, die eigentlich auf dem Papier schlechter sind. Und aber wenn sie nicht selbst sich ein bisschen berappeln, boah, ey, noch ein Abstieg wäre nicht so schön für Köln. Okay, wollen wir weitermachen mit dem nächsten Krisenverein? Oh ja, wir kriseln uns von Krise zu Krise. Oder? Das Gefühl, gibt es hier nur Kriselvereine. Ihr dürft euch einen aussuchen. Möchtet ihr einen grün-weißen kriselnden Krisenverein oder einen kriselnden Krisenverein, der eher so blau-weiß ist? Oh nee, nicht. Dann lass uns die Fischköppe nehmen. Gut, also Hertha BSC hat
Schon wieder, Scherz, Bremen gegen Schalke. Ja, Schalke 2:1 gewonnen, 2:0 geführt, relativ souverän. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, Bremen mausert sich zu einem Paderborn, der eine, sag ich das mal, Paderborn. Wie Paderborn, nur eine Klasse besser. Das denn, reiche Paderborn, oder? Ne, das reiche Paderborn. Also man wird viel gelobt. Ja, und es wird gesagt, so, ja, die sind ja, macht es ja gar nicht schlecht und hier und da haben oft Pech und verlieren und so, Verletzte da. Mhm. Aber unterm Strich bleibt eben, dass man mit 11 Punkten aus 12 Spielen sehr, sehr schlecht gestartet. Letzte Sieg, 8 Spiele jetzt ohne Sieg. Ja. Das Problem ist, dass du anders als bei anderen Vereinen bei Werder nicht behaupten kannst, dass sie unterirdisch Fußball spielen. Weil die Spiele, die verlieren sie nicht 5-0, 6-0 oder auch total unterlegen, sondern das sind immer relativ knappe Spiele und dann schenken sie sich selber die Dinge ein. So muss man das ganz deutlich sagen. Einmal mit ihrer Standardschwäche, die jetzt am Wochenende nicht zum Tragen kam, aber auch am Wochenende. Beide Gegentore sind absolut vermeidbar. Also das erste Gegentor, wo sie für eine harmlose Flanke von einer Seite zur anderen rüber und Harit hat dann am Strafraumrand den Ball und sie kriegen da keinen Druck drauf und der Ball geht dann irgendwie ganz komisch ins Tor rein. Und das zweite dann kurz nach der Pause, wo Langkamp Ball vertändelt, muss man sagen, dann rummeckert, weil er einen Foul gesehen haben möchte, wo ich auch fand, muss man nicht pfeifen, das Foul war okay, wie der Schiri das gehandelt hat. Dann liegst du 2-0 hinten in dem Spiel, wo du eigentlich ganz gut auf den Gegner eingestellt bist und wo du auch trotz Krisenmodus es schaffst, ein Schalke, das mit breiter Brust kommt, relativ lange matt zu stellen. Aber es bringt dir alles nichts, wenn du halt so blöde Fehler begehst im Spiel. Wenn du halt dir immer wieder selber einen zwischen die Knüppel, zwischen den Beinen, nee, ein Knüppel zwischen die Beine haust. So. Mhm. Ja. Der Kader eigentlich, wenn man sich den mal so anguckt, haben die echt eine gute Mannschaft. Doch, finde ich schon. Die haben einen guten Kader. Hat natürlich viele Verletzte. Auch gerade vorne drin so ein Füllkrug. Wenn du da so planst, Füllkrug, Osako vorne drin, auf einmal fällt einem die komplette Saison aus. Natürlich bitter, dafür hast du einen Rashica, der sehr, sehr gut in Form ist, aber auch das Mittelfeld, eigentlich Eggestein, Schein und Klaassen. Also das ist jetzt ja nicht so schlecht. Ja, aber hast du. Aber ich finde, den Bremer Kader ist für mich, habe ich auch schon vor der Saison gesagt, ist für mich so ein Mittelfeldskader einfach. Und wenn du dann noch das Verletzungspech hast, das Bremen hast, dann bist du halt im unteren Drittel. Und genau so ist es halt jetzt auch. Ich sehe jetzt nicht so viele Vereine aus den ersten 9 bis 10 Mannschaften, die einen schlechteren Kader haben als Werder Bremen. Dann hast du halt das Verletzungspech, vielleicht noch ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Formkrise, aber dann auch sicherlich nicht das allergrößte Selbstvertrauen aufgrund der Ergebnisse. Und dann passiert es halt, dass du da irgendwie mit unten drin hängst. Und gemessen dann auch an den eigenen Erwartungen vielleicht auch so ein bisschen enttäuscht bist, auch das Umfeld ein bisschen enttäuscht ist, nicht so geile Stimmung dann herrscht. Ja. Die sind nicht schlecht, ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber allzu große Ambitionen würde ich in dieser, sehe ich jetzt also für Bremen in dieser Ambition nicht. Tja, ist natürlich schwierig, weil sie schon wieder eine neue Viererkette, neu verwendete Viererkette bzw. Fünferkette mit dem zurückfallenden Sahin. Du hast da überhaupt keine Konstanz drin, dass du halt sagen kannst, wir spielen uns mal ein, immer kommt ein neuer Spieler hinzu, das fällt ein anderer Spieler weg. Ich finde auch, dass ihre erste Elf ist gut, aber wenn du dann, da hast du schon relativ großen Qualitätsabfall. Du merkst einfach, wie das Moisander hinten fehlt als Eckpfeiler. Du merkst halt, dass ein Eggestein eigentlich eine Pause bräuchte, auch wenn er jetzt wieder besser in Form kommt. Aber der spielt auch nicht seine Lieblingsposition da, oder? So ein bisschen jetzt, so rechts. Ne? Doch, jetzt schon wieder. Also das ist schon so rechts, zentrales Mittelfeld eigentlich schon. Das hat er letzte Saison auch oft gespielt. Aber das ist halt nicht auf dem Niveau des letzten Saison. Wenn du eine normale Situation hättest, hättest du gesagt, wir machen das mal Eggestein 2-3 Wochen raus, dann kann da mal sich hier regenerieren. Das geht momentan einfach nicht. Da hast du keinen Ersatz. Und du merkst auch, dass Rashica einerseits eine geniale Saison spielt. Also der ist wirklich nur einer, der heraussticht positiv. Mhm. Aber dass die Gegner das auch merken. Also dem standen gegen Schalke 3-4 Spieler auf dem Fuß. Und erst als er wirklich nach rechts außen dann auf eine ganz neue Position geschickt wurde, hat er ein bisschen auch Raum zum Atmen bekommen. Also das merken die Gegner ja auch irgendwann, okay, die wollen jeden Angriff über Rashica spielen, die haben keinen Plan B. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Torgefährlichkeit, die Bremen so ein bisschen abgeht. Mhm. Also, wie du es schon sagst, die wenigen Spieler, die Torgefahr ausstrahlen oder auch kreieren können, die werden natürlich dann vielleicht Manndeckung genommen oder überhaupt eng gedeckt.
so viele Leute aus dem Mittelfeld sehe ich da jetzt nicht, die da regelmäßig einnetzen. Wobei sie machen ja in jedem Spiel ihr Tor oder ihre zwei Tore teilweise sogar. Das Problem ist halt wirklich da hinten die Fehler. Weil du kannst auch so im Spiel eigentlich, wenn du den Gegner in der ersten Halbzeit so matt stellst, dann gehst du halt 1-1 aus dem Spiel raus, wenn du keine blöden Fehler machst. Oder 0-0. 19 Tore haben sie geschossen, damit qualifizieren sie sich schon für einen Platz weiter oben in der Tabelle, aber haben halt 26 Gegentore. Nur Köln, Paderborn, Mainz haben mehr Gegentore kassiert. Mhm. Das ist massiv das Problem. Und das ist ja auch keine kollektive Anfälligkeit, sondern eher immer wieder einzelne Spieler, die Fehler begehen. Was hat ja, dann auch wieder gesagt, weil du keine Konstanz drin hast in der ersten Elf. Ja, wenn du sagst, Mosander deswegen fehlt, Toprak fehlt, nicht nur im Mittelfeld ist halt diese Breite im Kader nicht vorhanden. Ne? Und wenn du dann eben ja, so viel Verletzte hast, das ist, muss man dann bei Bremen, haben andere Vereine auch, aber bei Bremen fällt das eben auch sehr ins Gewicht. Ja, so, ne? Ich hoffe halt sehr, dass sie nicht weiter unten reinrutschen. Ich bin ja da vielleicht auch gar nicht neutral, aber ich bin halt ein großer Fan von Kofeld, den ich schätze als Trainer und von der Spielweise her. Hast du noch Nico gefrühstückt oder was? Ja, überhaupt. Nico hatte ich hier im Ohr. So. Ach so. Ja. Er hat mir gedroht. Ja. Er hat seine Rapper-Freunde. Philadelphia, wenn wir dich rausholen sollen. Philadelphia. Okay. Nein, mach ich an dieser Stelle. Ein bisschen Werbung, wir müssen, dass wir. Lass mich das kurz zu Ende machen. Also ja. Ich mag ja Kofeld als Trainer von der taktischen Idee her und der ist ja auch ein flexibler Trainer, der viel ausprobiert. Ist vielleicht nicht der richtige Trainer für so eine Situation, so eine Krisensituation, wo du vielleicht dann die Spieler auf eine andere Art und Weise wachrütteln musst. Das kann sein, aber ich glaube schon, dass Bremen gut daran täte, wenn sie jetzt ruhig bleiben noch erstmal und nicht den Trainerwechsel machen, was ja auch so aussieht momentan. Ja. Weil ich nicht sehe, was wieder als ein anderer Trainer langfristig eine Verbesserung darstellen soll zu Kofeld. Ich finde, das ist tatsächlich auch, das fühlt sich auch nicht so an, als wenn bei Bremen ein Trainerwechsel bevorstünde. Das ist eine ganz andere Situation als in Berlin. Man ist sportlich absolut auf Augenhöhe. Es trennt, lege ich ein Tor, trennt die beiden tabellarisch. Aber trotzdem hat man das Gefühl, bei Bremen sind es eher so die äußeren Umstände und ein bisschen Pech. Aber so grundsätzlich ist noch ein gewisser Optimismus da und alle stehen auch hinter dem Trainer. Bei Berlin ist das eine gänzlich andere Situation und die werden wir gleich knallhart analysieren nach der Werbung. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Hier explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück, ihr Lieben. Hertha BSC ist unser Thema. Gerade haben wir Bremen, den Kollegenkrisenclub, behandelt. Jetzt geht's hier mal weiter in der Hauptstadt. Ja, es sieht nicht so gut aus. Tobi hat gerade gesagt, er könnte jede Sekunde entlassen werden. Also wir sind hier, wir falls es passieren sollte, ihr erfahrt es hier als erstes. Ja, es ist doch, hat doch so gut begonnen für die Berliner mit dem Bayern-Spiel. Aber in letzter Zeit ist da nicht mehr viel zu holen. Und ja, Čović kann nicht so richtig Fuß fassen. Man hat ja gedacht, so Mensch, jetzt ist Pal Dardai weg. Jetzt wird man hier so richtig, dann kam der Investor, jetzt ist Geld da, jetzt wird man so ein bisschen, wird's ein bisschen spektakulärer, offensiver und so. Nee, der vorläufige Tiefpunkt mit dem 4-0, beziehungsweise 0-4 in Augsburg, die ja nun wahrlich auch nicht gerade formhoch sind, da riecht es schon sehr nach Trainerentlassung. Ja. Nico Kovac, Entschuldigung. Ja, ich habe gedacht, ob das nicht phonetisch zu ähnlich ist. Ja, vor allem die beiden sind ja auch gut befreundet, die Trainer. Ich weiß nicht, inwiefern da es irgendeinen Ehrenkodex gibt oder so. Aber wir haben ja schon hier drüber geredet, welcher Verein wäre für Nico Kovac überhaupt noch interessant oder umgekehrt, für welchen Verein wäre Nico Kovac interessant. Und da gibt es nicht so viele. Gerade wenn du von den Bayern kommst, willst du nicht unbedingt eine Mannschaft aus dem Mittelfeld, es sei denn, du hast persönliche Connections zu dem Verein wie zu Hertha BSC. Ich weiß es nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein Thema wird. Ich will es auch nicht herbeischreiben, wie man so schön sagt, aber wenn Čović gefeuert wird, könnte ich mir vorstellen, dass da ein Nico Kovac in den Startlöchern steht. Ja, als Kovac. Berliner Junge. Aber dir ist auch ja insofern kein so ein interessanter Verein, die Hertha. Jetzt mit den Investormillionen. Klinsmann hat ja schon gesagt, da mache ich mit. Also da scheint ja in Zukunft auch vieles
passieren oder man hat zumindest die Hoffnung, dass da viel passiert, ein Verein, der Großes vorhat, warum dann nicht Kovac? Aber das ist alles Zukunftsmusik. Stand jetzt ist es Čović und die Hertha riecht am Abstiegsplatz. Sie sitzen momentan noch zusammen, so wie ich das gelesen habe, die Hertha Boss, also es ist da noch nichts entschieden. Die Berliner Zeitung hat schon gesagt, dass er wahrscheinlich heute noch entlassen wird. Aber mal gucken, ob da was stimmt. Erfahrungsgemäß, wenn ein Verein mit dem Trainer zusammensitzt, um über seine Zukunft zu entscheiden, wie lange ging es im besten Fall dann noch gut? Eine Woche? Vier Wochen? Ich glaube, die Tage sind gezählt. Wenn du jetzt nicht eine Siegesstrecke von vier Siegen oder was weiß ich in Folge holst, dann ist das meistens schon immer so. Kann halt sein, dass man noch mal eine Chance ihm gibt gegen Dortmund. Vielleicht auch mit dem Hintergedanken, dass der neue Trainer dann nicht gegen Dortmund seinen Einstand feiert, sondern in der Woche danach gegen muss ich mal kurz gucken, ich glaube, gegen Frankfurt. Das ist ja ein etwas dankbareres Spiel. Aber ich finde es dann auch immer ein bisschen schwierig, weil was machst du dann, wenn er gewinnt? Ja, dann kannst du ihn ja behalten, dann ist ja alles gut. Ja, aber das ändert ja nichts. Das ist ja keine langfristige Strategie, das stimmt. Das meine ich, also das kannst du doch nicht so abhängig machen von dem Ergebnis. Du weißt ja auch nicht, wir stecken ja nicht drin. Kann ja sein, dass es im Verein noch Fürsprecher gibt, zum Beispiel, dass Preetz sagt, dessen Idee das ganze Jahr war, dass Preetz sagt, wir sollten ihn an ihm festhalten und jetzt nicht den Trainer entlassen. Was mich halt so sehr wundert, ist, dass du halt im Sommer ohne Not hast Dardai gehen lassen, was sie als Schritt nicht verkehrt fand, weil man vielleicht mal was Neues, einen frischen Wind dran haben wollte, einen frischen Impuls, vielleicht einen Fußball spielen wollte, der eher zu diesem neuen, hippen Image passt. Er wollte das doch auch, hat er doch auch gesagt, es hat ihm gut getan, glaube ich. Ja, er hat das nachhinein gesagt, aber er wollte es eigentlich, es war nicht seine Idee, dass er nicht weitermachen darf. Und dann hast du gemerkt, der neue Trainer Čović macht nicht viel anders und das läuft jetzt eigentlich nicht viel anders und ich frage mich immer noch, was jetzt genau diese neue Spielidee sein soll, die er reinbringt. Das ist schon sehr biederer Fußball, auch sehr ideenarmes Spielen da vorne. Augsburg hat das Zentrum zugemacht, Rani Khedira, überragende Leistung. Das hat genügt, um Hertha aus dem Spiel zu nehmen und dann Jahrstein mit dem Fehler, der in dreifacher Hinsicht doof war, Tor verschuldet und dann auch noch während der Verschuldung sich eine rote Karte abgeholt. Ja. Wie ist das eigentlich? Ich hab das auch diese Aktion nur in der Zusammenfassung gesehen. Wenn der Ball noch im Spiel ist, dann wenn er das dann bewertet, muss er quasi das Tor abpfeifen. Also wenn der Ball im Tor ist, dann kann er ja die persönliche Strafe immer noch geben, unabhängig davon, ob der Ball im Spiel ist. Aber wenn der Ball noch nicht über die Torlinie gewesen ist, in dem Moment, wo der Kontakt kam, muss er dann, wenn er rot gibt, auch zwingend Elfmeter geben? Wie? Wieso Elfmeter? Versteht jetzt die Frage. Ja, wenn er das Foul, in dem, also bei Rot musst du ja immer das Spiel unterbrechen. Es gibt keine Vorteilsregelung bei Rot, bei einer roten Karte. Doch, in dem Falle schon. Ja, ist das so? Es war mir auch neu, habe ich auch nicht gewusst. Ich dachte auch, dass das eigentlich nicht ist. Aber in dem Fall war es halt kein Foul, sondern ein brutales Vorgehen. Mhm. Das war eine Unsportlichkeit, für die er die rote Karte gesehen hat. Die kannst du auch im Nachhinein noch geben. Okay. Aber wenn es dann jetzt, wenn es eine Verhinderung einer klaren Torchance ist, ist es ja in dem Moment, wo das Tor fällt, keine Verhinderung einer klaren Torchance mehr. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Dann ist das Tor gefallen. Aber in dem Fall hat er mich auch gewonnen, aber die rote Karte gab es nicht wegen der Notbremse, der vermeintlichen, sondern weil das Foul so brutal war, dass es eine Unsportlichkeit war. Genau. Okay. Haben wir das auch geklärt. Ja, jedenfalls passte das so ein bisschen. Und ich finde ja bei solchen, man ist ja immer so versucht, wenn jemand so eine Aktion macht, die offensichtlich etwas mit einem nervlichen Blackout zu tun hat, diese dann auch der Krisensituation in die Schuhe zu schieben und so ein bisschen zu sagen, ja, wenn das, die sind, da liegen die Nerven blank. So, ne? Es ist ja immer, man ist ja versucht, das dann immer so zu interpretieren. Mhm. Ist das so in Berlin? Ach, ich weiß nicht. Es ist auch immer so, jeder, der Sport gemacht hat und weiß, wenn du da. Wer soll von uns das jetzt. Naja, komm, wir sind auch schon aneinander geraten beim Fußball, bei irgendeinem dummen Hallenkick oder so. Nur weil ich die ausgedribbelt hatte. Ich kenne das vom Sport, wenn du volle Kanne da bist, hochrote Birne, Adrenalin pumpt, auch so ein bisschen Tunnelblick und das kennt fast jeder, der mal Sport macht, dann kochen mal die Emotionen hoch und so weiter. Das passiert, glaube ich, auch natürlich auf allerhöchstem Niveau. Und
wird das alles nicht, ja, ob das Krise ist oder nicht. Ich glaube, das sind einfach auch Situationen, das kann auch einem Tabellenführer passieren oder weiß ich nicht was, wenn du schon die Meisterschaft mehr oder weniger in der Tasche hast. Ich würde das nicht so unbedingt machen. Aber ja, wenn natürlich, wenn du mit dem Rücken an der Wand bist, dass die Stimmung im Stadion scheiße ist, ich glaube, das hängt dann auch vom Spiel ab und du das Gefühl hast, ich komme da nicht ran. Und so war es ja im Spiel gegen Augsburg, dass die Hertha eigentlich, du merkst, wir gewinnen heute nicht. Wir schaffen es heute nicht. Mhm. Dann baut sich halt auch noch immer mehr Frust auf. Und dann kann sich das natürlich dann auch mal entladen, klar. Wenn der Gegner dir dann die ganze Zeit auf den Beinen steht, du halt nichts hinten rausgespielt bekommst und dann so einen blöden Pass spielst als Jahrstein, dann läuft dann eins zum anderen. Ja, weil es aber auch so oft in der Nachbetrachtung heißt, ja, da muss er doch schlauer sein, muss er drüber nachdenken oder was weiß ich. Aber das sind halt so Sachen, wo man nicht drüber, da denkst du ja in dem Moment nicht. Da trittst du einfach oder machst irgendwas Dummes oder es bricht dann halt so raus. Hm? Mir kann das nicht passieren, aber unprofessionellen, emotional schwachen Menschen. Könnte das passieren? Nicht, dass du damit Jahrstein meinen würdest. Ich glaube, Jahrstein hat einen Rekord-Minuspunktzahl geholt bei Kickbase. Ja, ich weiß, das ist ja mein Torwart. Ja. Das ist dein Torwart. Ja, was meinst du? Ich hab Tesserand eine rote Karte, Jahrstein eine rote Karte. Ja. Der Rest hat nicht gespielt. Ja, aber wenn du dir auch nur so Treter in deine Mannschaft holst, finde ich gut, dass du nicht belohnt wirst. Nur so nervliche, schwache Menschen. Ja. So, ja. Nun, also, wir werden vielleicht heute noch schlauer sein. Interessant ist wirklich, dass sich die ersten 9 Spieltage oder so nichts getan hat auf dem Trainerposten und jetzt geht das hier aber bam, bam, bam. Ne? Bayern, Dortmund haben wir diskutiert. Mainz, Köln, eventuell jetzt Berlin. Also da ist wirklich komplett nochmal eine Umwälzung. Ja, wer weiß, vielleicht kriegt Sandro Schwarz ja direkt den nächsten Job. Sandro Schwarz jetzt nach Berlin. Ich glaube, Bruno Labbadia ist noch im Gespräch in Berlin. Ich glaube, dass es auch Sinn machen würde. Bruno Labbadia wäre ein ganz interessanter Transfer. Ja. Für Hertha? Warum nicht? Da war er noch nicht. Da war er noch nicht, nein. Good aber Labbadia wollte ja zu Köln nicht, weil ihm die Ansprüche da, glaube ich, zu gering sind. Berlin hat ja auch Ansprüche nach oben, haben ja auch Geld, wie du schon gesagt hast, potenter Geldgeber im Hintergrund. Kader macht spielerisch ein bisschen was her. Also ist jetzt eine Truppe, wo du im Mittelfeld ein paar Leute hast, die kicken können. Grujic zum Beispiel, Arne Meyer, der fehlt, der jetzt wieder da ist. Duda, da kannst du, glaube ich, schon ein bisschen was basteln, was so ein Labbadia auch in Wolfsburg hinbekommen hat. Ich finde, Hertha hat einen ganz, ganz ordentlichen Kader. Und die haben auch Kohle. Da kannst du vielleicht im Winter sogar noch mal ein bisschen verstärken. Vielleicht im Sturm ein bisschen was machen. Ich glaube auch, dass Hertha nicht uninteressant für den einen oder anderen Trainer ist. Ob's, ja, Labbadia wird, keine Ahnung. Labbadia, Kovac, Roger Schmidt. Sandro Schwarz. Sandro Schwarz. Nee, nur weil er jetzt, egal. Ja, nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nee, ich glaube aber auch, dass Labbadia könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich in Berlin. Ja, Kovac ist schon eine sehr interessante Variante, das stimmt schon. Ja, Kovac würde auch als ehemaliger Spieler auch. Ne, Stallgeruch. Will man das? Weiß ich nicht. Will man einen härter Stallgeruch? Jedenfalls habe ich das Gefühl, da wird sich einiges tun. Und vor allen Dingen mal gucken auch so. Man hat ja auch so Spieler wie Duda, der letztes Jahr sehr stark gespielt hat, unter Dardai noch, der jetzt überhaupt nicht auf die Füße kommt, gar keine Rolle mehr spielt. Muss man mal gucken. Lass uns weitermachen. Achso, vielleicht noch ein Wort zu Augsburg. Da hat man das Gefühl, auch Martin Schmidt war auch gehörig in der Kritik. Mhm. Der war zwischendurch mal, ich weiß nicht, wann habe ich zuletzt geguckt, vor 3 Wochen oder so, 4 Wochen habe ich mal geguckt, da war er bei den Buchmachern Top-Favorit auf die erste Bundesliga-Entlassung. Das war kurz vor Kovac. Mhm. Der hat sich ein bisschen jetzt freigeschwommen mit diesem Sieg. Ja. Ne? Das ist aber auch ein bisschen unerwartet, muss man sagen. Also, dass Augsburg da jetzt so einen Befreiungsschlag gelingt, fand ich auch, war jetzt nicht unbedingt mit zu rechnen. Du hast auch dann noch die Querelen gehabt mit Gregoritsch, die wieder für Schlagzeilen gesorgt haben. Du hast gehört, dass irgendwie Philipp Max, also der schon ein bisschen länger her ist, so da hast du dann schon wieder so das Gefühl gehabt, ah, irgendwie stimmt's da bei Augsburg nicht, die wollen alle weg, die haben alle keinen Bock und so weiter. Und dann so eine Antwort auf den Platz geben, ist eigentlich das Beste, was du in der Situation machen kannst, um einfach zu sagen, ist scheißegal, was alle labern. Ich glaube, es lag auch daran, dass Göwe Löw zurück in der Startelf war. Hast du den bei Kickbase? Ja. Stark. War ein gutes Spiel von Augsburg. Daniel Bayer hat auch nach dem Spiel gesagt, es ist
jetzt endlich mal so weit, dass sie eine Mannschaft haben, die sich einspielen kann, dass sie nicht Woche für Woche wechseln, sondern dass sie Automatismen reinbekommen. Und das stimmt schon. Seit Daniel Bayer auch selber wieder dabei ist und jetzt wieder aktuell in ganz guter Form ist. Mit Khedira nehmen sich das gute Mittelfeldpärchen. Vargas gefällt mir sehr gut. Sehr schnell, dribbelstark, bringt vorne was rein. Und Niederlechner sind halt Spieler jetzt in Form, sodass du halt sagen kannst, wir haben einen klaren Kern, eine klare Spielidee, schneller Konterfußball. Das funktioniert momentan. Und das ist ja dann auch immer wieder so ein Momentum-Ding, wenn du deine Mannschaft hast, die funktioniert, kannst du weiterspielen lassen, punktest du wieder. Ist ein ganz guter Moment jetzt gerade für Augsburg. Ist noch nicht überragend gewesen, aber dieses 4-0 war, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Ausrufezeichen, ja, auch nach den schweren letzten Wochen. Nichts ist so alt wie das Ergebnis letzter Woche. Ja. Wenn sie jetzt in der nächsten Woche in Köln nicht nachlegen können, dann ist das, glaube ich, relativ schnell auch, ja, auch wieder vergessen. Unten sehr knapp. Ja, klar. 11, dort Düsseldorf, Berlin, Bremen mit 11 Punkten, Mainz 12, Augsburg 13. Köln kann ja auch noch mit 7 Punkten wieder rauskommen. Da kann sich ja schnell was ändern. Deswegen muss man das auch vielleicht nicht zu hoch hängen bei Augsburg, aber das war schon ein kleines Ausrufezeichen. Mhm. So sieht das aus. Also, machen wir nur die anderen Spiele, oder? Was haben wir denn noch auf der Platte? Wir haben noch die Partie Düsseldorf gegen Bayern München. Ja, die Bayern sind jetzt unleashed, ne? Das ist halt immer so, same story. Der Trainer ist weg, der Ungeliebte, die Mannschaft ist jetzt befreit. Thomas Müller spielt wieder jedes Spiel von Anfang an. Und da laufen jetzt die Spieler. Du hast aber ganz lustig in der Bundesliga-Gruppe dich darüber amüsiert, dass die Bayern jetzt ähnlich spielen wie Liverpool, nachdem damals Kovac gesagt hatte, es ist so ein Taktik-Nerd-Detail, sie haben das bei gegnerischen Abstößen und bei gegnerischen Aktionen vom Torwart aus, haben sie exakt 1:1 dieselben Pressing-Mechanismen wie Liverpool. Also mit Lewandowski etwas zurückgezogen, Außenstürmer gehen dann rein, lenken den Ball nach innen, das macht Liverpool 1:1 genauso. Ist halt 1:1 von Liverpool auch geklaut, muss man auch genauso sagen. Funktioniert bei Bayern perfekt, Spieler machen das sehr gut. Klar, jetzt gegen Dortmund verunsicherte Dortmunder und gegen Düsseldorf ist jetzt kein Qualitätsnachweis. Liverpool schafft das auch gegen Barca. Aber es ist halt schon interessant, wenn der alte Trainer gesagt hat, noch vor nicht mal 4 Wochen, ey, auch angesprochen auf die Frage, warum sie nicht so spielen wie Liverpool, weil, und da hat er ja genau 1:1, das ist ja nicht ausgedacht, das ist ja ein Zitat, hat er gesagt, du kannst mit einem Auto, das nur 100 Kilometer pro Stunde fährt, nicht 200 fahren auf der Autobahn. Was ja halt so ein massiver Diss schon gegen die Spieler ist. Und ich stelle mir einfach mal ein geistiges Auge vor, wie Flick zeigt einfach 2 Videos an die Wand beamt von Liverpool. Mhm. Zeigt hier, das ist das Pressing-System, macht mal das und das und das. Zeigt mir, dass ihr 200 km/h habt. Mhm. Und dann pfsch, gehen die ab. Ja, das ist jetzt kompletter Quatsch. Das hat er nicht gemacht. Aber mit einer Sturmreihe, sag ich mal, bestehend aus Coutinho oder auch von mir aus Coman, Lewandowski und Gnabry, denen zu sagen, ihr könnt das nicht, ist ja fast schon Witz, weil ich meine, die ja, sind. Das hat er ja gesagt, das war ja. Das die sind ja auf einem relativ hohen Niveau. Ja, das war nicht Spieler. Der intelligenteste, das, was Kovac gesagt hat. Ja. Das war das am Ende, wo man schon das Gefühl hat, er hat resigniert so ein bisschen. Ja, da war das Tischtuch wahrscheinlich schon zerrissen. Und du merkst halt schon, das hatte ich ja vorhin im Dortmund-Segment schon gesagt. Es ist immer, ich finde das immer schwierig, so von außen Aussagen zu machen, wie es im Kader aussieht. Aber wenn du guckst, wie die im Pressing abgehen, wie die Cuts, wie die sich halt jeden Ball erobern und wie die auch Kimmich nach dem Spiel jetzt, ich glaube, es war Kimmich oder Alaba, der nach dem Spiel gesagt hat, es ist viel einfacher, wenn wir die Bälle vorne erobern, weil wir dann nicht einen tiefstehenden Gegner knacken müssen. Das ist ja auch so ein kleiner Seitenhieb zu dem, wie man es vorher gemacht hat. Nämlich? Und, ja, davor hat man das anscheinend nicht gemacht. So, es ist, wenn es jetzt viel einfacher ist, dann war es vorher wahrscheinlich schwerer. Ich finde, man merkt es auch an der Körpersprache. Ich habe wirklich das Gefühl, wenn man sich so die Bayern anguckt, wie wirklich befreit. Also das Wort trifft es wirklich ganz gut, als ob sie jemand befreit hätte. Das Lächeln ist zurück teilweise in den Gesichtern. Ist immer so ein bisschen schade, weil das dann auch ja deutlich dafür spricht, dass es davor nicht so war. Und das tut mir dann auch immer irgendwie so ein bisschen für den Trainer oder so leid. Aber man merkt den Unterschied schon deutlich. Die Frage, die sich für die Bayern halt dann auch stellen wird, ist, macht man jetzt weiter mit Flick, obwohl man ja eigentlich vermutlich nach einer großen Trainerlösung strebt? Oder macht man erstmal weiter mit dem, was ja auch offensichtlich funktioniert? Gibt ja eigentlich nicht so viel Grund, jetzt daran was zu ändern.
da hast du eine luxuriöse Situation, dass du erstmal weitermachen kannst. Dass du nicht den Trainer direkt nach einer Woche wieder absägen musst. Ja gut, aber andere Vereine suchen auch Trainer, ne? Klar. Und wenn du dann irgendwie, es gibt ja dann was ich sowas wie Pochettino auf dem Markt ist oder so, dann musst du ja irgendwann als Verein dich entscheiden, will ich da aktiv werden? Oder sage ich, nee, ich mache jetzt mit Hansi Flick weiter und gehe aber auch das Risiko ein, dass dann eben ein Trainerkandidat nicht mehr zur Verfügung steht. Andererseits kannst du auch dann Pochettino vielleicht sagen, hey, nimm dir mal ein paar Monate Pause, du hast die letzten Jahre bei Tottenham gute Arbeit geleistet. Oder auch, dass du zum Beispiel zu einem Ten Hag sagen kannst, ey, okay, mach die Saison noch zu Ende bei Ajax und nächstes Jahr kommst du dann zu uns. Das ist, ich finde, das ist die Situation gar nicht so schlecht. Hm. Was ich mich eher frage ist, das hast du, glaube ich, auch im Chat geschrieben gehabt, jetzt haben sie gegen Dortmund, die komplett unterirdisch gespielt haben, 4-0 gewonnen. Sie haben gegen Düsseldorf 4-0 gewonnen, was jetzt auch kein Mega-Maßstab ist. Wie sieht das aus? Wie funktioniert das, wenn sie jetzt gegen Gegner treffen, die auch ein bisschen besser spielen können? Da hast du in der Bundesliga jetzt Leverkusen und Gladbach vor der Brust. Das und Champions League. Und Champions League, okay, klar, aber da sind sie schon weiter. Ja. Aber diese Bundesligaspiele sind dann nochmal hochinteressant. Ja, da muss Flick sich bewähren. Er hat natürlich jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, die Sachen alle einzustudieren oder seine Automatismen zu etablieren. Von der Mannschaft wird er sehr gelobt. Was ja auch immer schon so ein Zeichen ist. Ja. Weil die wissen, die Mannschaft weiß, wissen ja auch, wer da mithört. Ja. Sagen wir es so. Wie meinst du? Ja, die wissen ja, dass Rummenigge da das mitbekommt oder ein Brazzo, was sie dann auf Sky sagen, wenn sie den so überschwänglich loben. Das ist ja teilweise schon sehr überschwänglich. Hm. Alaba hat ja ein richtiges Loblied auf den neuen Trainer gesungen. Und ich glaube, mein Eindruck ist, dass Flick, der hat das ja auch gelernt bei Löw und so, wie man das macht. Das hat nämlich damals, wisst ihr noch, als Lahm die Pressekonferenz gegeben hat, als er Kapitän war. Und dann wurde die Frage so, ja, geben sie das Kapitänsamt dann wieder ab, wenn Ballack kommt und dann völlig überraschend, nö, eigentlich möchte ich die behalten. Das war ja so ein bisschen so dieser Umsturz. Das damals war eine Unverschämtheit von Philipp Lahm. Ja, aber es ist ja, das ist ja so in der Nationalmannschaft üblich. Also wenn, also ich kann mir gut vorstellen, dass der Hansi Flick jetzt auch, also dass er sich sagt, ich gehe jetzt hier nicht von alleine wieder. Er wirkt auf mich nicht wie jemand, der jetzt ja den Statthalter von Gondor macht und sagt, so, wenn der Aragorn wiederkommt, dann so, sondern der. Ja, ist interessant, weil es gibt ja auch Co-Trainer, die wollen ganz gezielt Co-Trainer bleiben. Ja. Die haben gar nicht die Ambition, Cheftrainer zu sein. Und es gibt offensichtlich Co-Trainer, die das auch als Einstieg sehen oder als Chance. Ja, und Löw ist damals ja auch als Co-Trainer dann aufgestiegen, ne, zum Cheftrainer. Stimmt. So, also naja. Aber mal schauen. Jedenfalls kann ich mir gut vorstellen, dass er auf jeden Fall bis zum Saisonende macht. Würde mich nicht so überraschen, wenn sie tatsächlich dann die Lösung haben mit Ten Hag oder so, dass er sagt, Mensch, im Sommer bin ich auf dem Markt. Mhm. Ansonsten sehe ich jetzt auch nicht diese Riesentrainer, die auf dem Markt wären, einfach so. Das ist den Pochettino höchstens noch, klar. Ja, aber der passt auch nicht so hundertprozentig, finde ich, zu den Bayern. Den würde ich eher in Dortmund vielleicht sehen. Aber so diese Lösung aus dem obersten Regal, die Bayern vielleicht noch zu Guardiola-Zeiten und so weiter immer angestrebt hat. Mourinho ist jetzt nicht mehr dabei. Der wäre ja wahrscheinlich eh nichts für Bayern gewesen. Ja, Allegri, klar, der ist noch auf dem Markt. Ja, aber gut, mit dem hätten sie doch schon längst geredet, oder? Wahrscheinlich, oder vielleicht reden sie auch mit ihm, du weißt es ja nicht. Aber in welcher Sprache, das ist vielleicht eher das Problem. Ne? Das ist die große Frage da. Ja, denn sie wollen ja schon jemanden, der ein bisschen Deutsch spricht. Also, Guardiola hatte damals ja sein Sabbatical, der hat fleißig Deutsch gelernt, so in der Zeit. Das kannst du natürlich mal eben jetzt in der Kürze der Zeit nicht. Düsseldorf, gut, was willst du machen gegen wiedererstarkte Bayern? Kannst du mal 0-4 verlieren als Düsseldorf? Das ist jetzt nichts Besonderes, glaube ich, ne? So. Ja. Die haben es einfach gut gemacht, muss man sagen. Wenn du Bayern nicht an einem schlechten Tag erwischt. Leverkusen, Freiburg fehlt noch. Mhm. Genau, die machen wir auch noch. 1-1 ist es ausgegangen. Ja, und Leverkusen, ich muss sagen, das ist manchmal so eine Mannschaft der vergebenen Möglichkeiten. Was die wieder gegen Freiburg haben liegen lassen, das geht eigentlich auf keine Kuhhaut. Und so spielen die schon in weiten Teilen der Saison, dass man immer das Gefühl hat, ey Leute, ihr seid deutlich unter euren Möglichkeiten. Ihr seid echt schlampig mit dem, was ihr eigentlich erreichen könntet. Ja. Und so steht man mit 19 Punkten auf dem 9. Platz. 27 Torschüsse. Ja. 27-8 Torschüsse und Ergebnis 1-1. Klar waren noch viele Fanschüsse dabei, aber ich glaube, wer war es? Diaby war einmal durch gewesen, hat den Ball dann nicht aufs Tor bekommen. Ja. Volland hat ja auch irgendwie aus 3 Metern den Ball nicht an den Abwehrspielern vorbei bekommen. Bellarabi hatte eine 100-prozentige Torschüsse
Das war ein Meter vom mehr oder weniger leeren Tor. Ja, schon fahrlässig, muss man sagen. Auf der anderen Seite war es ein richtig gutes Spiel von Leverkusen. Schmeichelhafter Punkt für Freiburg. Da ist auch die Geschichte mit um Leverkusen ist, glaube ich, noch nicht auserzählt. Finde ich eine interessante Mannschaft, die sicherlich auch noch. Die sind ja, ich meine, die Tabelle ist ja auch extrem eng. Das heißt, ein, zwei Siege und wir sprechen hier wieder von Champions League-Teilnehmer Bayer Leverkusen. Die könnten viel höher stehen, aber gut, hätte. Ja, es sind jetzt so ein schwieriger Moment für sie, weil sie die Leistung diese Saison gezeigt haben, dass sie es können, aber sich auch sehr, sehr, sehr doll selber das Leben schwer machen. Mhm. Nicht nur nach vorne, auch nach hinten. Weil jetzt ein Gegentor nach Standard, wo das du auch nicht bekommen musst, wo Aranguiz seinen Mann aus den Augen verliert. Das ist eigentlich, die verlieren zu viele Spiele oder verlieren zu viele Punkte jetzt. 1-1 gegen Freiburg, das war nicht nötig mal wieder. Definitiv. Muss ich auch sagen, das ist ein bisschen enttäuschend. Aber ich meine, Freiburg jetzt nach 12 Spieltagen auf dem Champions-League-Platz, die kann man ja auch mal erwähnen, auch wenn die so einen fiesen Provokateur als Trainer haben. Wirklich unglaubliche Abraham. unglaubliche Ist der Streich eigentlich, der musste auch gesperrt sein. Jetzt eigentlich konsequenterweise müsste der bis Lebensende gesperrt sein. Abraham so hat auflaufen lassen. Aber ja, es ist, man muss es schon auch mal sagen. Das ist dann ja auch kein Zufall mehr, wenn du nach 12 Tagen so weit oben stehst. Ja, aber es ist halt, die haben halt wirklich jedes Spiel Glück, muss man auch ein bisschen dazu sagen. Die haben jetzt schon wieder halt einen Punkt geholt. Das kannst du nicht nur mit Glück erklären. Nee, das nicht nur. Nee, ich habe ja auch sie oft genug gelobt und ich habe ja oft genug gesagt, die sind unfassbar griffig im Pressing. Die sind grandios im Spiel gegen den Ball. Petersen, Waldschmidt vorne, ein tolles Duo. Beide unterschiedliche Stärken bringen sie rein. Der jetzt erstmal ausfällt aufgrund seiner. Koch gewinnt gefühlt jedes Kopfballduell dieser Saison. Aber sie haben halt ganz viele Spiele drin, die halt, wenn es ein bisschen blöder ausgeht, verlierst du das Ding 3-0. Muss genau man so ganz offen sagen. Ja, und sie haben, sie sind nämlich für mich genau die Antithese zu Leverkusen. Sie bewegen sich nämlich wirklich am Effizienzmaximum. Ja. Und deswegen ist dieses Spiel auch so ein Spiegelbild gewesen, dass Freiburg etwas holt, wo eigentlich nichts zu holen ist. Mhm. Und Leverkusen alles wegschmeißt, was eigentlich sicher ihnen gehören müsste. Und wenn man sich die Tabelle anguckt und wie eng das dabei ist, Freiburg ist Vierter mit 22 Punkten. Das kann in ein, zwei Spieltagen, wirst du vielleicht auch mal durchgereicht, auf dem 8. Platz oder 9. Platz. Das ist momentan in der Phase der Saison noch so. Ich glaube nicht, dass Freiburg diese Effizienz beibehält. Aber sie haben sich natürlich ein gehöriges Polster geschaffen, sodass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Vermutlich, es sei denn, alles läuft verkehrt. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Und ich glaube, in Freiburg denkt man auch nicht anders. Ich glaube, in Freiburg denkt man so, ey, noch 18 Punkte und wir sind sicher. So, und das ist schon echt ein großer Erfolg. Ja. Genau, vor allem das kann man genießen im Breisgau, ähnlich wie man diese Sendung genießen konnte auf der ganzen Welt, denn sie wurde kostengünstig, nämlich für umsonst ausgestrahlt. Viel Spaß hat es euch hoffentlich gemacht. Wir sehen uns nämlich nächste Woche um 17 Uhr wieder. Davor gibt es eine frische Folge Bundesliga International und zwar morgen. Heute Abend haben wir prominenten Gast im Jugendzimmer. Evil Jared von der Bloodhound Gang ist am Start. Ja. Krogi freut sich seit Monaten darauf, hat vieles vorbereitet. Das wird, glaube ich, ein großer Spaß. Ich habe gehört, Nils ist auch am Start und Simon auch. Ja, also alles die Creme de la Creme. Also die weltberühmtesten die Gesichter, besten. Die charmantesten. Rocket die, Beans hat die Besten. Die Besten der Besten. Ins Jugendzimmer geschickt. Quasi die Champions League. Spielt heute Abend im Jugendzimmer. Und was gibt's jetzt im Anschluss direkt? Gibt's noch Tobi Escher oder Sportbattle mit mir und Nico. Ja, mal gucken, wie Nico heute aussehen wird. Lasst euch überraschen. Okay. Ja, ich freue mich sehr auf dieses. Er könnte asiatisch aussehen. Mit digitalen heute. Effekten ist heute eine Menge möglich. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.